erforderlich. Was? Wir kommen mit drauf in die Aufnahme. Wär ja nicht die erste, die ich beim Eurotrack mit dabei wäre, ne? Dritter. Ja. Gott sei Dank ist die Dritter. Ja, es war zwei gehabt. Ja, einmal, wo wir gefahren sind, einmal mit dem, wo du rausschneiden musstest, wegen unserem Lehrer hier. Da geht mir voll einer ab, oder wie das war. Nee, da geht mir voll einer flitzen. Yes, yes. Also, Pause. Pascara, Ica, Ziel Bastia Carrefour. Also, das heißt, bei Pescara, Ica ist Pause. Pascara, Ica. Gut, ich tue mir das mal einstellen. Pascara, Ica. Wo ist denn Pascara? Weil ich weiß. Ach hier. Also fahren die über Italien, Ica. Wo ist denn Ica? Ja. Hier. Und dann nach Bastia. Ah, da war ich noch gar nicht, siehst du? So, 2888 Kilometer. Da sind wir mal 3 Stunden unterwegs, wenn das hier mal losgeht. Ah, du stellst dich da jetzt nicht neben mich, oder, du Bauer? Es ist ja schon ordentlich was los. Also ich fahr zum Schluss. Ey. Aber was stellt denn der sich jetzt neben mich? Hau doch mal ab. Junge. Ich will dich nicht neben mir haben. Außerdem, seit wann ist denn der Schubert der Trailer, Kühler gefahren? Was ist denn mit dir jetzt? Hau doch mal ab! Jetzt stellt er sich neben mich. Ich stehe hier in der Ecke. Ich stehe bei WGCC. Wenn du reinfährst, vorne rechts. Nee, vorne links. Vorne ganz links. Warte mal. Mit dem alten Scania. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier einen alten Scania fährt. So. Weltkarte. München. Was nochmal? Nein, die geht nur ab und an mal. Das ist eben so eine Macke von dem, das ist ein Bug. Das wurde aber, glaube ich, mit dem nächsten Ding behoben. Ja. Oha, ich muss mich bewegen, sonst tun sie mich kicken. Hoppala. Naja, das geht dann schon. Das wird da noch ab und zu mal gehen, aber ist geil. Die meisten, die denken, die bewegen sich nicht und dann fliegen sie nämlich aus dem Server. Ist halt auch ganz cool. Aber ich gebe ja hier die ganze Zeit immer mal Gas und so. Alter, jetzt kommen sie alle hier, oder was? Also Marcel, wo bist denn du eigentlich? Ich fahre jetzt gerade bei WG. Ja, ich stehe vorne links. Ich stehe hier alleine jetzt. Der andere neben mir, ich glaube, der ist weg. Na, der Schubi, der war der aufrichtigste LKW, der hat eigentlich, der ist von D-Max. Der Michael. Der aufrichtigste LKW-Fahrer eigentlich gewesen, den es gab. Der hat so gesagt, wie es wirklich ist. Der Schubert hat die Trucker-Szene dazu gemacht, was er jetzt halt ist. Ja, ich sehe dich. Ja, bin ich. Ja. Ja, du siehst mich hier neben. Hier, ich stehe links neben dir. Hm.
Na, jetzt stehe ich vor dir links. Ich stehe hier links, hier. Hier, ich gebe Lichthupe, hier. Siehst du mich? Ja. Jetzt links, genau links, hier. Genau, wenn du jetzt zurückfährst. Nee, jetzt rechts. Jetzt stehe ich rechts neben dir. Ja, genau, hier, jetzt links. Jetzt direkt links. Hier siehst du den Scania vor dir. Den Scania vor dir. Der Scania vor dir hier. Links, 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 links. Einfach nur links, jetzt wo der andere LKW jetzt sich hier neben mich stellt. Genau, und der Marcel ist er jetzt hier links, links neben mir, der jetzt rückwärts fährt. Nee, wir warten bis die da halt. Ich weiß nicht, ich glaube um 14 Uhr ging's los. Oder Viertel vor? Ich weiß es nicht. Aber mir fällt gerade auf, ich bin wohl der Einzige, der hier den Scania Old fährt. Aber irgendwie will die Hupe nicht so ganz jetzt, aber ist auch okay. Aber ich will jetzt mal nicht wissen, wie viele Leute hier sind. Ich habe jetzt auch keinen Bock zu zählen. So, die Liste ist auf alle Fälle lang. Ja. Hast du das Geld? LK9, sagst du. Ja. Du müsstest aber das einstellen. Weißt du doch, einstellen aus dem. Ja, das einstellen und das übernimmt er aber nicht im LKW. Und dann musst du nämlich speichern, rausgehen und nochmal neu laden. Das ist totale Rotze, aber. Ne. Wer soll ich denn das wissen? Was wohl. Genau. Das kann bei dir, ja. Bei mir läuft's. Ja, na. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Mach das mal. Marcel, hast du schon getauscht? Was? Na, Kanol? Schon, bei mir steht er drin, Kanol 9. Echt? Das soll ich nochmal anmachen. Quatschen die bei dir? Nö, gerade ist Ruhe. Gerade ist Ruhe. Du musst deswegen nicht extra rausgehen. Also ich verstehe dich gerade übelst leise, weil beim Dennis rauscht es gerade richtig. Ja, Ventilator, ich kann das jetzt auch nicht ändern. Weißt du, wie du das machst? Nee. Du nimmst. Ja. Jetzt hat er gequatscht. Dennis, du musst mal entweder deinen Ventilator anders stellen oder du musst halt einfach mal Echo-Unterdrückung mehr hochnehmen, weil ich höre nur deinen Ventilator, ich verstehe Marcel dadurch gar nicht. Ja, ich kann ihn noch mal eine Stufe runterstellen, das wird wohl gehen. Hast du gehört, Jens? Was? Du musst Dings machen. Der Rauschhalter. Ist so besser? Ja. So, gehst wieder auf Tab, ne? Dass die ganzen Namen angezeigt werden, dann rechte Maustaste und dann kannst du das oben an der Funke einstellen. Das ist aber schön, dass du mir sowas erklärst, was ich schon lange weiß. Ja, weil klar, das müssen wir rausgehen. Ja, bei mir übernimmt er das aber nicht, egal ob ich drinnen sitze oder draußen. Ich muss dann um das Dings muss ich neu machen. Achso. Also neu starten. Ich habe mir jetzt aber vor allem, ich habe einen Christian gefragt, ob er mitfährt, der spielt natürlich ein anderes Spiel. Ist halt wie Christian ist. Ja, weil es ein Randale Christian hat. Nee, der hat einfach nur Angst, wenn er mitfährt.
Ja, dann alle überholen müssen. Genau. Hast du schon einen geplant hier? Ja, hab ich. So. Warte mal. Erzähle mal. Von hier aus. Von München. Wir fahren von hier aus. Fahren wir nach Zürich über Genf. Warte. Nee, du musst einfach nur Dings einklicken. Warte mal, oder? Nee. Also laut, nee, warte mal, bei mir haut hier irgendwas nicht hin. Wir fahren nämlich nach Pescara zur ICA, da ist nämlich Pause. Na? Wo ist denn Pescara? Ja, das ist in unter Ancona, das ist in Italien. Ja, das ist neben Rom. Genau, Pescara, okay. Und von Rom, fahren wir nach Bastia. Das heißt also, wir fahren dann von Pescara nach Neapel, von Neapel nach Cagliari und dann von da aus nach Bastia rüber. Ja, ich folge euch. Ja, du musst das hier mal langsam jetzt erklären. Und zwar, ich gebe jetzt erstmal ein Pescara. Ja, Pescara Ica. Und mehr gibst du erstmal nicht ein. Weil dann zerwürfelt dir das Navi nämlich die Strecke. Ich habe nur Pescara Ica eingegeben. Mehr erstmal nicht, weil ich gesehen habe, da tut mich dann hier sonst wohin schicken. Wo ist denn hier Pescara? Ach, Ikea. Ja, das nennt sich hier Ica. Ja. So, also hier starten jetzt erstmal mit dem ersten Punkt drauf. Ja. Gut. Und du musst noch deinen Namen ändern, ne? Habe ich dir bei WhatsApp geschickt. Ja. Dort habe ich jetzt erstmal Punkt 1 hingesetzt. Dann fahren wir weiter Richtung Neapel. Wie jetzt hier? Ja, Namen, wir fahren dann nach Neapel. Weiß ich nicht, wir fahren erstmal nach Pescara. Wie lang wir dann fahren, weiß ich noch nicht. Was meinst du denn jetzt mit Namen ändern? Über Trucker MP irgendwie oder was? Ja, wir haben das so, du gehst dann auf Tab, dann gehst du auf Settings und dann gehst du halt Player Tag. Und dann haben wir RIP mit. Wie bediene ich das jetzt gerade? Tab ist okay, ja, aber dann mit der Maus. Und dann hast du mit der Maus, da musst du die Maus, die linke Maustaste mal drücken, damit der Pfeil dann kommt. Und dann kommt gehst dann du auf. Nur einmal. Und dann die rechte? Ah, okay. Dann gehst du auf Settings unten links und gibst Player Tag. Player Tag, ja. Wo soll das sein? Dann haben wir halt da RIP, APO, also. Wo soll das denn sein? Da steht Player Tag. Da steht bei General. Nee, dummerweise nicht. Oder ich bin blind. Da ist es. So. Und nun? Ja, und dann gibst du da halt dein R-Punkt, I-Punkt, P-Punkt, A-Punkt, Andal, Schubert. Schreib das mal eben in TS rein, Junge. Warte. Dass ich das richtig schreibe. Warte. Brauchen wir eine bestimmte Farbe? Also wir nehmen Rot. Also okay. Wir haben Rot genommen. So, ich hab's jetzt geändert. Ja. Kannst du einfach in die Gruppe da reinhacken. In den ETS 2, ne? So, hab ich dir geschickt direkt. Schreib das mir natürlich direkt, jetzt muss ich doch wieder das Tabben klicken. Nee, du. Das ist alles sehr gut geplant und sehr professionell hier. Oh. Klar, es ist ja alles sehr geplant und professionell. Wir organisieren uns ja. Junge. So, RIP A-Punkt Schuber, damit das alles seine Richtigkeit hat hier. Und dann in Rot, ja? Ja, wir haben es alle in Rot, aber. So, wie kommt das? Der kannte nur zwei Formen, Rot und Schwarz. So, funktioniert das passend, ja? Könnt ihr das sehen? Ja, man sieht's. Ja, das war gut. Dann läuft die schon. Sowieso noch nie so richtig benutzt. Ja, und jetzt hier. Aber du bist an der Non-Collision-Area, du kannst also durch die LKWs durchfahren. Ja. Ich bin aber gleich noch da. Das ist bestimmt voll übel in der Aufnahme, mein Lenkrad, das geht bestimmt sauer ab, ja. Aber das lässt sich halt nicht ändern, ne? Ist halt so. Genauso wie Ventilator-Sound. Ich hoffe, dass der Ton nicht völlig für den Arsch ist, weil das Ding hat nämlich noch meine Einstellung geschmissen. Ich muss das komplette OBS-Studio neu einrichten, ja. Das
so eine Scheiße. So, da bin ich wieder. Welcome back. Und geht das schon los? Geht schon was los hier? Ja, ja. Aber ja, ja, haben geht los. Halt so schwarz und rote Helm und schwarz und rot, ne? Was? Ja, die meisten hier drinnen stehen mit schwarz. Ich verstehe dich nicht, weil dann ist der scheiß Ventilator so einen Krach macht. Scheiße. Ich habe gesagt. Ich würde doch nochmal runterstellen. Das geht weil, ja, die nicht. Ganzen Leute hier, die kommen alle mit schwarz und rot, ne? Ja, ich auch. Ich bin nur schwarz-rot. Ja, das Einzige, was wir halt eben haben, sind, das hieß ja mal schwarzer Scania, schwarzer Auflieger. Naja, ich hab doch ja, du denkst, ist doch schwarz-rot. Ich hab doch das so, wie er es hatte. Was ist denn los? Ich bin auch der Einzige, der den alten Scania fährt. Der fährt alle den neuen. Na, bis auf Dennis, der fährt auch noch einen neuen. Aber ansonsten fährt jeder den neuen. Obwohl der eigentlich ja den alten noch hatte, aber naja, gut. Ich ball einfach durch mich durch. Dennis fährt natürlich auch noch nicht. Naja, lass das doch. Ich hab den Ventilator jetzt nochmal runtergestellt. Die fahren ja auch alle komischerweise hier. Na gut, die fahren alle drei Achsen, ne? Ja. Ja, ob ich mit dem Tank so hinkomme? Na gut, dass ich mal vorher noch getankt hab, da. Aber vor allem, wenn du mal auf die Karte guckst, ne, auf die Weltkarte, was da, wie viele Punkte hier sich gesammelt haben, das ist ja übel, ne? Überall, in ganz München. Den ja haufenweise an der Innenfirma, an der Garage, auf dem Parkplatz, auf der Werkstatt. Ganz schön. Aber wir fahren die 93, dann fahren wir die 12. Innsbruck fahren wir auf die A22. Ja, da sammelt sich vielleicht ganz schön was und ich möchte aber nicht wissen, was auf dem Server 1 los ist, aber... Gar nichts. Ja, nee, aber was halt eben hier bei den anderen, ist ja schon eine Konvoi los, ne? Ja, aber schon um 12. Boah, ich habe die Framerate so krass eingebrochen, ja. Alles wieder heute erst, wisst ihr, ich meine, war eigentlich ein bisschen scheiß organisiert, sag ich mal so. Ja, vor allem die Info kam ja von dem Idioten. Ich hab den mal noch vorgestern geschrieben, kriegst du ja keine Antwort. Ja. Ist bei euch die Framerate auch so niedrig wie bei mir? Ich hab hier 37 FPS, ey. Was ist da los? Ja, das schwankt bei mir. Kommt euch durch das Trocker ist aber normal, auch. Das ist der Server, der jetzt hier, weil das alles LKWs auf jeden Punkt sind. Da hat der Server viel zu tun. Sonst kriegt das wahrscheinlich nicht mehr synchronisiert, oder was? Ja, so in etwa. Naja, ich denke mal, das sind ja auch nicht die geilsten Server, die hier das sind. Also, deswegen will ich als letztes fahren. Ja, ich folge euch dann einfach. Weil. Komm ich ja gar nicht mehr klar hier. Übelst. Ja, Auto speichern? Das ist übel. Ich habe sogar eine NVMe mittlerweile im Rechner drin, ne? Echt? Ja, es bringt nichts. Das reißt den voll runter. Am besten schaltet man die Scheiße komplett ab, wa? Speichert's von Hand. Aber ich habe eine Framerate von 62. Wie ist das immer? Ich bin hier bei 40 FPS, wenn es gut läuft. Ich bin bei 30. Ja, ich wollte noch mehr ins Mikro nuscheln, ey, meine Herren. Wer? Wo? Das hat schon ganz schön zu tun, ja, der Server hat schon ganz schön zu tun. Das merkst du richtig, umso mehr kommen, umso schwieriger wird die Sache. Habt ihr irgendwie aber Sprachchat in Truckers MP noch an, oder was? Ja, auf Kanal 9. Da tun sie alle quatschen. Ja, das hab ich jetzt nicht an. Ja. Glaube ich, lasse ich auch besser, oder was? Ja, das ist ja nicht so. Also wir können ja sorgen, ja, wenn. Die wollen wohl mit fahren. Die fahren wohl auch mit da. Das ist wohl hier so die Elite, die hier vorfährt oder. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sorgen, wer das ist mit dem Glaustransport oder was das so sein soll. Ich hab keine Ahnung. Schalt man die Geschichte dann an, ja. Bestimmt irgendwie unter Sound. Auf Tab. Oh, nee, auf Tab. Dann wieder auf Settings. Und dann hast du dann irgendwo ziemlich weit unten steht der VCB Radio Channel. Da musst du auf 9 gehen, da steht
Exchange CB Radio Sounds musst du anmachen und Display Group auch. Und dann auf Apply und dann läuft das. Channel 9. Extended ja. CB Radio Sound ist an. Genau, kannst du nämlich wechseln und wenn dann das im LKW nicht übernommen hat, dann wirst du speichern müssen. Und dann musst du das Spiel nochmal schließen und mal neu starten. Ach, auch noch. Ja, damit das übernimmt, weil da kannst du nämlich, hörst du den ganzen Kladderadatsch. Also wenn das so weitergeht, ist mein Tank schon alleine schon alle, wenn ich losfahre, ey. 1800. Vor allem, ich habe jetzt in der Zeit, seitdem ich hier stehe, schon mal glatt 24 Liter mal einfach verbraucht. Nur im Stand. Also V8, da will er nur da will er auch was essen. Tja, dann speichere ich doch mal eben und lade die Geschichte nochmal. Und da musst du aber Truckers MP nochmal komplett zumachen, also so spiegeln, glaube ich. Aber hast du gehört, Jens? Was? Ich bin gestern heul, ne? Mit diesem NV8er gefahren, ne? Ja. Alter. Bonfred. Was denkst du, was der frisst? Aber der Sound ist geil. Der Sound ist geil. Der Sound ist geil. Ja, der Sound ist geil, aber der verbraucht nicht so. Ich weiß, ich bin gestern quer durch Polen gefahren. Alter, ich bin ja wo wir bei Forstland gefahren sind. Ich war auch in Polen, ne? Von Posen aus, ne? Ja. Ich glaube, da hatte ich mal eine Tour noch rüber, ja, Richtung, also von Dresden aus Richtung Polen, da war ich einmal tanken. Dann, ja. Dann bin ich von. Ja, ich würde mal an deiner Stelle den Rückwärtsgang rausmachen. Hä? Ich würde an deiner Stelle im Rückwärtsgang rausmachen, Jungs, weil die Reifen drehen. Simulation 2, ne? Ja. Läuft. Bin dann jetzt Deutschland durch. In Österreich habe ich dann wieder nachgetankt. Da war die 400 Liter schon wieder weg. Ja, ja, ich weiß schon. Also ich habe. Naja, obwohl bei mir geht's eigentlich. Ich bin gestern. Alter, aber wie schon gesagt, ist da absolut top, ne? Also das Innenleben, ne? Ich habe hier, ja, ich habe dunkelgrau und beiges Alcantara, ne? Mhm. Der LKW ist schwarz. Mhm. Ne? Und übelst das Auto, also richtig geil gemacht. Ne? Kaffeemaschine drinne, das Oldschool-Lenkrad in schwarz, aber halt nicht blank, sondern halt eben mit Dings drauf, die gelben Scheinwerfer, das Ding ist schon richtig geil gemacht. Krieg jetzt bei dir hoch. 14 Uhr ist Abfahrt. 14 Uhr. Ja, ist ja bald. Erstmal abwarten, dass alle wegfahren oder was, dass man dann hinten sich dran klemmt oder wie? Was meinst du? Ja, das? Also, ne? Ja, wo hast du deinen Trainer gelassen, Junge? Du Goldhühnchen. Goldhühnchen? Wer denn? Wo denn? Was denn? Da hier vorne durch die LKWs durchfahrt, also irgendwie seinen Hänger vergessen. Na, aber macht nichts. Noch 10 Minuten schreibt einer. Aber hören tue ich nichts Chatmäßiges hier. Hey, bei mir regnet's hier. Ja, lustig. Ja, nett. Naja. Alter, guck mal, was hier losgeht. Die fahren jetzt von dem einen Platz, fahren die jetzt schon raus. Von welchem Platz? Ey, guck dir mal unten auf, guck dir mal beim Navi hin. Da ist schon eine Traube unterwegs. Jo. Sammeln ja, die sich schon alle draußen auf der Straße. Ja, weil bestimmt zu wenig Dings. So, sie machen jetzt eins am Wandern, ne? Ich denke, das wird auch, guck mal, bei der Garage sind übrigens viele, bei der Werkstatt sind noch viele. Und bei der EM-Firma und hier bei WKC, WGCC. Ja, geht schon langsam los. Ja, 14 Uhr ist Abfahrt. Ja, das kannst du schnell feststellen. Guck einfach, wer die höchste Zahl hat. In dem ganzen Ding. Ich bin bei 308, war ich jetzt das höchste, was ich sehe. Mit Warnblinker oder ohne? Ohne Warnblinker. Keine Ahnung. Ohne. 308. 308 Mann bis jetzt. 308 steht hier. Die hier auf dem Server sind, ich weiß nicht, ob das. Also die hier in der Nähe sind. Also ja, also es sind 308 Leute hier.
Ja. Denke ich mal, da werden wohl noch welche kommen. Alter, guck dir das an. Das ist eine Show. Sowas müsstest du eigentlich hier mal fotografieren, Junge. Nee, das macht doch der Dennis, der nimmt das doch auf. Ja? Das kommt der auf den Gaming-Kanal dann. Achso, du nimmst das auf. Richtig. Ah, das ist cool. Alter, was hier los ist, ey. Ja, jetzt bewegen sie sich ja alle langsam, weil ja natürlich der Server, Alter, das ist übelst. Ey, meine FPS sacken immer mehr ab. Ja, 29, jetzt wird's langsam kritisch. Jetzt geht's auch bei mir aus dem G-Sync raus, jetzt wird's auch langsam unangenehm zu gucken, ey. Na, vor allen Dingen mit Volvo. Genau, das hieß ein Scania, Junge. Ja, Scania, Junge, ein Scania. Nix Volvo, Scania. Genau, dein Hintermann da hat das richtig. Nix Volvo. Ja, das verstehen manche nicht. Deswegen hat der eine ja geschrieben. Ich musste mir dafür aber auch ein Bein raus. Wie Leute hier sind, ey. Ja. Alter, jetzt wird's voll. Jetzt wird's richtig voll. Ja. Weil Jens mir so früh Bescheid gegeben hat, dann musste ich mir auch eben ein Bein rausreißen hier. Alten Spielstand klar machen und bla. Alter! Kann ich denn hier? Ja, hier. Blau und grün und lila. Alter. Und ein bisschen gelb. Geil. Absolut. Alter, was ist denn hier los? Jetzt ist bei jemandem mal der Sound kaputt, wa? Das Geile ist, ich glaube Marcel, dein Internet ist ein bisschen überlastet, kann das sein? Ich hör dich übelst abgehackt. Oder der Rechner qualmt. Oder der Rechner. Ey, vor allem, was hier los ist. Alter, das ist doch hier nicht mal normal. Ist bestimmt die CPU überlastet, Puffer kaputt. Oh. Jetzt hört man gar nicht mehr. Oh, jetzt hört man gar nicht mehr, ha. Oder ist dein Mikrofonverstärker abgeraucht? Ist zu warm einfach. 27 Grad in der Bude, ich geh kaputt, ey. Ja. Ja, aber du wohnst ganz unten, wir wohnen ganz oben, was sollen wir sagen? Ach, sag bloß auch Dachgeschosswohnung, ja. Na klar. Alter Schwede. Aber wir haben, ja, unsere Klimaanlage läuft schon. Ja, und? Weil, wie viel Grad? Hast du? Keine Ahnung. Angenehm. Ja, du musst halt, weil wir haben Wasserschalen, weil die hier vom Fleisch und so, da tun wir Wasser rein, dann frieren wir das Wasser ein und dann stellen wir das in den Raum. Mit dem Ventilator funktioniert die Zirkulation ganz gut. Ey Marcel, bist du abgeraucht? Nö. Ach, da bist er wieder. Alter, was ist denn hier los? Der Parkplatz ist so hier brechend voll. Das ist so geil, bei dir dreht der Reifen, du stehst auf der Stelle. Ja, das die Synchronisation geht nicht mehr. Die ganzen Bugs, wa? Alter, das ist eine Show hier. Was will er? Ich helf dir gleich. Was willst du denn helfen? Leute, freut mich, seid nicht beleidigt. Dennis, was sind denn das für Töne? Ein wunderschönen guten Tag, Leute. Eine kurze Info, bitte zügig mal eure Wortwahl, weil es sind gerade einige Leute, die hier den Kompreis nehmen. Also Dennis, ich verstehe durch dein Ventilator hier gar nichts, was die erzählen, ey. Du mit der scheiß Ventilator, kannst du das nicht irgendwie unterdrücken, deine Echo? Dinger Hintergrund? Eigentlich hörst du den gar nicht, weil ich sehe es in Teamspeak, dass ich kein Signal rausgebe. Dir sicher? Ja. Eben gerade habe ich den noch gehört. Aber jetzt ist besser. Wenn ich quatsche, dann kann er natürlich mit durchkommen, durchaus, das lässt sich nicht vermeiden. Nee, aber wenn er nicht quatscht. Wenn er nicht quatscht, habe ich den auch gerade gehört. Na, guck mal, ja, wenn ich nicht quatsche, ich gebe ja kein Signal raus. Also wir fahren zum Schluss, oder? Ja. Wir fahren als Bummel jetzt. Genau, wir machen doch Schlusslicht. Alter, was ist denn hier los, Alter? Ist das so gemein, ja? Das ist so geil, wie das im Spiel aussieht, ist natürlich was anderes. Da müsste ich hier vielleicht was mal... Das habe ich noch nie erlebt hier, dass da so viele LKWs auf dem Haufen waren. Ja, du wusstest ja auch vor ein, zwei Monaten noch nicht mal, dass es Truckers MP gibt.
Ja, aber das ist ja nur... Das haben wir dir aber nicht beigebracht, durch die LKWs zu fahren. Der Randy. Alter, was ist denn hier los, ey? Ey, ist das doch nur Moll? Das ist eine Show hier, ha? Jo. Alter, ganz normal ist das hier nicht, aber ich mache einen Screenshot gleich mal davon. Ich muss nur ein Stück vorfahren. Sonst kriege ich das alles nicht so ganz drauf durch die Kamerakollision hier. Ich weiß doch gar nicht, was er da hat mit irgendwelchen Zungenzügeln. Da soll man eine Runde Montana Black gucken, ne? Weiß er, was los ist. Ja, ich wüsste nicht, was jetzt hier schlimm gewesen wäre, also. Soll er mit seinen Leuten in den TS gehen und hier drinnen abschalten und dann ist gut, ey. Ja, aber. Alles voll Influencer und Narzissten, verpisst euch. Kein Bock drauf. Eieieiei. Ganz schön was los hier. Was? Will be no conflict, relief. Tralala, was? Warum fahren wir jetzt um 14.30 erst los? Sind die bescheuert? Nee, die fahren 14.30 Uhr. Die wollen bloß gegen Konflikt haben. Ach so. Die Chinesen hier vorne oder so, was das sind. Ja, keine Ahnung. Die können ja vor allem 14.30 Uhr, da rollt gleich der letzte hier vom Hof. Bei 14.30 Uhr. Vor allem die Frage ist ja auch, fahren wir rote Ampeln ignorieren oder nicht? Nehmen wir an, dass rote Ampeln ignorieren, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ne, was willst du dann an roten Ampeln anhalten? Wenn dann Feuer. Konvoi ist hier immer als ein Auto. Ja, da werden aber manche viel Geld bezahlen müssen. Du kannst doch, musst du auch bloß ausschalten. Ja. Warte, von sowas. Leute, kann mir jemand verraten, was die Mission von dem Typen da ist? Von welchem Typen? Von diesem Geo, der fährt die ganze Zeit fast in mich rein. Bremst kurz davor, keine Ahnung. Was er hier für eine Mission hat. Ja, weil ich stehe vorm Hof und da fährt er die ganze Zeit wie ein Bescheuerter rum. Jetzt ist er mal weg. Um den wird sich gekümmert, keine Sorge. Okay. Admin ist unterwegs. Der junge Mann, der kriegt jetzt den Stromarrest. Aber besser wäre Hausverbot. Und Handyverbot. Boah, komplett in die Zelle. Einzelzelle. Ich würde einfach sagen, es gibt Weltverbot. Weltverbot. Kein Verbot. So, jetzt gibt's erstmal Hausarrest und Computerverbot. So sieht's aus. Ja, das wird's auch einfacher machen. ATS-Verbot. Alter, hier ATS ist aber ein anderes Spiel. Ja, der komische Schlüppelspiel darf er auch nicht spielen. Das hier ist ATS. Ja. ATS bringt nix. Hast recht. Ist jetzt 14 Uhr genau Abfahrt oder verzögert die sich? Wurde gerade gesagt, verschiebt sich ein bisschen nach hinten. Genau. Ja, genau. Aufgrund eines Einzelnen. Da draußen. Na, klasse. Muss das Safety Car nicht aus raus? Schreibe ich jetzt hin. Polizei! Hallo, oh, hinten Polizei! Das kann ja heute was. Weil dann könnt ihr mich ja im Spiel jetzt doppelt hören, oder was? Durch Truckers MP, ne?
Weil ihr hört mich jetzt im Spiel und auch im TS. Also in einem Kilometer müsste ich dann mal tanken, ne? Okay. Das ist trauriges Einzelschicksal. Ich glaube nicht, dass die anhalten, wenn einer tanken muss, oder? Dann darf ich mit vorn. Dann muss man halt auch die Schnelle wieder ein bisschen mehr auf die Tube drücken und kommt man noch mit. Ja, aber die fahren ja alle natürlich mit Begrenzer. Selber schuld. Nee, das ist ja real. Ja. Oh, das Safety Car muss als erstes raus, sonst funktioniert das hier nicht. Also mein Tank ist voll und irgendwann werden die anderen auch mal alle tanken müssen, nehme ich mal an. Endlich Abfahrt. Was, Abfahrt? Das klingt doch gut. Oder? Eine Minute verspätet. Also so wie es aussieht, ja, aber ja, die kloppen sich alle schon drin. Ja, wir warten jetzt. Ich warte einfach. Du siehst einfach nichts mehr, die ganzen LKW stehen nebeneinander. Ey, wenn die ersten schon in Italien sind, dann fahren die letzten erst hier los. Ich sehe die Rückseite vom Führer aus von jemandem. Hm. Ihr steht noch, oder? Ja. Ich fahr als allerletztes. Ich mach Schlusslicht. Alter, da hier ist was los, ey. Leute, fahrt mal alle, ich fahr ganz hin. Nee, das mach ich schon. Ich glaub, das wollen wir alle. Gummibär fährt hin, Gummibär. Gibt es uns gleich da draußen mega Crash oder was? Hinten fahren wir uns alle, ja. Da machen wir garantiert Gruppenkuscheln. Ey Jens, was hier richtig losgeht oder sowas, ne? Alle nebeneinander aufeinander. Untereinander. Ja, ich auch. No? Ich gehe jetzt eine hoch, ich glaube die 5 Minuten da. Am besten ohne Abstand. Ja, ich geh mal auch schnell da rein. Wir uns, ne? Ich geh mir noch mal schnell was zu trinken holen. Ja, halt. Halt mich gerade so ein Stoßstand. Hallo. Dass die Streamer grundsätzlich alle nach hinten gehen. Wir lassen erstmal alle Schwarz-Roten raus. So, na dann, bis gleich. Oh Leute, ich bin wieder da. Das ging fix. Ja, Juli. Wo habe ich eigentlich mein Handy? Hier, Anwalt von Gummi, grüß dich. Sag mal, hast du die Lackierung verkehrt gedreht? Ja. Alles schwarz bei mir, fühlt sich nicht zurecht. Sag mal, ja, die Lackierung ist doch verkehrt, oder? Schrotti, hörst du mich? Wie, was, wer, Schrotti? Du! Was ist mit mir? Ihr fahrt vor, ich fahr hinter dir. Also fährst du der Letzte aus eurer Spiele oder wie läuft das? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Naja, ich schließ mich hinter dir einfach an. Das ist mir, ja. So, bin wieder drauf. Ja, schön.
Kaffee? Ich habe einen Morgenkaffee mitgenommen, kalten. Weil, oh, langsam können wir uns mal vortasten. Rutsche mal vor. Nee, ich wollte doch schon losfahren, ja? Ja, was heißt losfahren? Ich stelle mich hinten an und fertig. Ich stelle mich hinten an und gut ist. Willst du dich da anstellen? Na klar. Ja, sehe ich euch nicht mehr. Doch, da. Okay. Geht langsam los. Ey, wenn du den ersten, ne? Der erste, sag ich dir jetzt schon, der erste, den siehst du nicht mehr. Ja. Die siehst du kaum noch. So. Ja, das geht. Ja, ist geil, man hat mich am Anfang der Aufnahme gar nicht gehört, weil ich mein Mikrofon im Studio aus hatte. Da hört man dann nur euch, das ist natürlich blöd, aber lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Alter! Los geht's. So, Mr. Wallace ist vor mir. Dann wollen wir mal heizen hier raus. Aha, Performance incoming. Ich hab wieder 70 FPS. Ey, die schön. Geben ganz schön Ladde, ja du. Mein Lieber, hätte ich sonst fallen, aber 60 halten. Wir fahren einer roten Ampel. Ja, das darf man ja, auch. Das ist ja auch. Oh, das ist jetzt ein Moll. Sonst kommen wir Schnitten mit hier. So, los geht's. Und alle fahren so zu schnell. 10 km/h in der Innenstadt hier. Oh, das ist so scheiße cool. Ich glaube, ich muss mal Lenkrad left the city nehmen. Verlässt. Zweimal rechts abfahren, dann in der mittleren Spur folgen Salzburg. Boah. Was? Wo ist denn da? Ich nicht. Damian? Mir? Ich nicht. Ja. Ah, sind sie ja falsch abgebogen, die Idioten. Naja, Pech gehabt. Ich halt nicht an, ich fahr ja weiter. Oh, ich halt mal schön Abstand. Boah, automatisch das Speichern, Zug. Ja, wo seid ihr jetzt? Ihr seid ja rechts hoch, ja? Ja. Okay. Dann Richtung Salzburg. Jawohl, irgendwie ein seid ihr. Irgendwie seid ihr auf einmal weg. Wir sollten immer ein bisschen zusammenbleiben, ne? Ja, wir fahren. Hier dann rechts Richtung Salzburg. Okay. Oh. Und das was funktioniert wieder mal nicht? Doch, bei mir funktioniert so. Oh, jetzt ist ja Stau. Warum auch immer. Ja, hat's gekracht oder was? Jetzt schon? Nee. Ich weiß nicht, wer da. Ob sie da auf einen warten oder keine Ahnung. So, jetzt habe ich alles wieder vor mir. Zuckt, fahr ich fast drauf hier. Muss ja, aber Sicherheitsabstand halten. Ich weiß nicht, die stehen ja wohl alle. Oh, die stehen ja alle. Vorsicht, da überholt einer. Jetzt weiter. Oh. Bremsen. Ja, was ist hier los jetzt? Hier, ey? Mann. Leute. Keine Ahnung. Konvoi fahren oder stehen? Ich glaube, vom Fahren war die Rede, oder? Ha ha ha.
Also wenn wir alle mit 50 fahren, sind wir bis nächste Woche, ja. Da gibt immer Wurmling, ja, Alter. Was ist denn ja los? Ist da irgendwo ein Fichtelmann stand? Currywurst Pommes oder was? Keine Ahnung, das ist hier irgendwie. Wieso höre ich denn die ganze Zeit, dass ein Motor hier neu angeht? Ich habe doch keine Schäden. Ah, das ist normal. Das ist nicht, das noch so ein Bug. Ey, alter Schwede. Alles kaputt gepatcht. Alles kaputt gepatcht. Was ist denn hier los, ey? Zwei Zentimeter Luft zu Wallace gerade, ey. Voll in die Eisen. Da sind wir heute Abend, da sind wir heute Abend und melden euch fertig. Ja, hoffentlich reicht mein Speicherplatz so lange aus hier. Noch kein Shit. Alter, was ist denn hier los, ey? Stop and go, würde ich sagen. Ja, stop and go würde ich sagen. Dann komme ich bis Frankreich, bis runter nach Italien, würde ich schon mal mit dir Sprit. Mach die scheiß Werbung aus, du Fatzke, ey. Das geht mal auf den Zack. Ah, jetzt lockert sich's. Jetzt geht's los. Nee, doch nicht. Ja. Ich hab zu früh gefreut, wa? Mann, ja, der hat Wurmblinkanlage an. Ich weiß nicht, was davon los ist, aber hier. Ja. Der hat Wurmblinker an, da geht schon wieder los. Und Stillstand. Ja, das ist ja lecker. Ey Pierre, die hat Kinder gesagt, du sollst neben deinen LKW laufen. Wobei man das bei dem Schritttempo vielleicht tatsächlich machen könnte. Rechts abfahren Richtung Innsbruck. Pierre, wenn du schon ausgestiegen bist, dann kannst du mich auch mal ein bisschen schienen, dann spar ich Sprit. Automatisches Speicher. Wupp. Scheiße. Ah, oh, wegen der Abfahrt hier, da haben sie sich alle ein bisschen. Boah. Bin ich Wallace hinten drauf. Scheiße. Was sagen die LKW-Schäden? 10% gleich. Boah. Ja, deswegen halte ich auch Abstand zu meinem Vordermann. Weil die Synchronisation hier ja natürlich perfekt passt. Ja, ich eigentlich auch, aber hat halt tatsächlich nicht gereicht. Konnte ich nichts machen. Und auf einmal schwupp ist er 2 Meter weiter. Sehr geil. So, jetzt rechts abfahren. Innsbruck, ja. Verona. Ja. Nee, Feldbusch oder was? Ach nee, heißt sie ja nicht mehr, ne? Put heißt sie jetzt. Alter, brems. Also wäre schön, wenn wir alle flüssig in eins durchfahren könnten, aber das wird wohl scheinbar nicht funktionieren. Also ich sag dir ganz offen, ich fahre nicht schneller wie 60 und fertig, weil das hat ja keinen Sinn. Ja gut, 80 fahre ich jetzt, na gut. Ja, oh, sag mal, Bauhaus und Frau sind abgebaut und Überholverbot im Konvoi, was wird da jetzt plötzlich? Oh, wieder. Ist denn hier los? Wieder, stopp. Ah, ey. Ist denn hier los, ey? Kannst du ja eigentlich die Wurmblinke da ja anlassen? Nee, eben nicht, weil da weißt du ja nicht, ob wenn du da bremst oder so. Das ist ja eben halt.
dann ja sinnlos, wenn du dich wehst, ne? Alter! Ja, mach doch deine Radolleuchte aus, Marcel. Ja, wupp, Motor neu gestartet. Obwohl er das gar nicht getan hat. Läuft. Vielleicht geht's ja jetzt immer ein bisschen flüssiger ab. Hier steht einer. So, jetzt geben sie Volllast. Oh, die Hupe ging mal kurz. Ja, jetzt fahren sie 90. Merkt das schon. Oh, war Blinkanlage. Aber für mich fahrt ihr sogar schon noch schneller. Ihr fahrt hier schon knapp 100. Nö. Bremsen angesorgt, wir fahren wieder ab. Oder auch nicht. Also wenn das geil jetzt die ganze Zeit so geht, wird es eine interessante Fahrt, muss ich sagen. Geht's weiter geradeaus oder müssen wir abfahren? Hallo? Weiter geradeaus. Alter, scheiße, halt. Immer geradeaus. Leute, mal eine Frage. Kann von euch jemand wispern? What? Was kann ich wispern? Ich kann ja immer durchladen. Ich kann ja mal eine flüstern oder meine durchladen, aber flüstern kann ich nicht. Denk an die Etikette, sonst kriegst du Computerverbot. Genau, krieg ich Kalkverbot. Linke Spur halten. Also ich habe mit den Zwischenspeichern kein Problem. Also ich denke mal, wenn jetzt einer hier nun mal nicht der Liga hier angehört, da würde sich tot und dämlich ärgern, wenn er irgendwo rausfahren müsste. Also drauf fahren müsste, könnte aber länger warten. Ja. Was? Was nochmal? Wer? Dich? Hä? Wer? Wen? Was? Nee, da kommt doch vorne was um. Irgendjemand was weiß, weiß ich nicht. Danke, Marcel. Ja. Naja, jetzt wird's ja langsamer. Vor allem, der Dennis macht Dauersignal hier. Ja, durchs Lenkrad. Wahrscheinlich, ne? Ja, warum blinke wieder an? Ja, gut, alles klar. Schon wieder? Oh, das ist sicherheitstechnisch, ne? Also, wie können da ein paar Leute nicht fahren? Kann das sein? Naja, wenn es Abfahrt oder so ist, wegen Sync.
Das Problem ist, denke ich, die Synchronisation des Servers. Ja. Wir schwören da auch Böses. Also ich hab kein Problem. Was ist mit der 4? Was denn für eine 4, Mann? Na, mit dem Fahrer 4. Jeder hat ja eine Nummer. Ich zum Beispiel hab bei die Nummer 74. Ja, weil du hast die Kontext überhaupt. Und außerdem falsche Lackierung läuft. Was der nämlich noch mal überholen sollte, ist war, könnte es mal aussehen, mal passieren, dass der LKW nächstes Mal rüberzieht, ne, weil funktioniert nicht. Sollst du vielleicht mal dein Internet verbessern, dass die hier nicht so rumzappelt und zippelt, Junge. Aha, ja, ich bin Junge, ne, aber das ist trotzdem ein bisschen feiger, jeden hier zu holen. Dennis, hast du die Option an deinem Headset mal einmal das Mikro an- und auszumachen? Ich könnte durchaus muten, ja. Na, dann mute dich mal immer, wenn du mal Dings, weil ich höre dein Ventilator die ganze Zeit, das geht mir gerade permanent voll auf den Sack. Oh, Blinker? Ich glaube, der kommt doch wohl zum Hängerbügel. Ist ja das so angenehm am PSS? Mikrofon muted. Also Wendy, ich hätte letzte Woche schon einmal die Maut zahlen können. Ach, die Maut. Ja, die hält natürlich auf. Hier unten an der Autobahnabfahrt ist still. Ja, die hält natürlich auf, ne? Weil was ich ja auch nicht verstehe, ist, warum der eine hier steht und den Verkehr hier aufhält. Rechts abfahren. Rechts ab in Richtung Verona schreiben sie. Könnt ihr euch auch sehen. Ich auch nicht. Ja, weil ja ab und zu mal einer steht, ne? Hier geht aber nichts. Richtung Verona, ach, rechts abbiegen, ne? Achso, ja gut, alles klar. Hey, guck mal auf den Radar. Guck mal auf den Radar da. Eine Traube, Junge, eine Traube. Ja, ich glaube, die sind, ja. Ich glaube, die sind wirklich hier Safety Cars hier oder so. Alter, ein paar Megapunkte hier, hä? Ja, rechts ab von der rechts abbiegen Richtung Verona. Was? Ich verstehe dich so schlecht, weil Dennis sein Ventilator. Ich schmeiß den Ventilator gleich weg vom Dennis. Nö, warum? Ah, doch, hier, diese Consec sind ja Safety Cars halt, die Lotsen. Sind die Lotsen, die fahren zum Schluss hin. Ja. Ja, die machen halt das Schlusslicht, dann fahren sie trotzdem mit. Ja. Ah, die tun Lotsen. Ja, deswegen kannst du das auch lesen. Von diesem Trixie Cat. Das stand ja da an der Seite. Oh, jetzt fahren sie 90 erstmal. Können wir erstmal 90 wieder ballern. Für eine Sekunde. Will ausschließen, ja. Für eine Ach, Sekunde nee, für oder zwei, oder? Geschwindigkeitsbegrenzung. Haben sie aber schön organisiert, muss ich sagen. Ja, das mit dem Deaktivieren im Teamspeak ist eine blöde Idee, weil ich krieg immer Piepen. Und dann vergesse ich wieder zu drücken, dass man mich hört, Jens. Ja, alles gut. Oh, jetzt kommt die Mautstation. Oh, geil. Jo.
Wenn ich euch hinterherkomme, muss ich gerade 110 fahren. Was ballert ihr denn da vorne? Ja? 90. Jawohl. Wir fahren nicht schneller wie 90. Wir haben alle, Können wir das überholen lassen? Was? Lass ja nichts überholen. Auf einmal an der Mautstation hast du hier ganz rechts, Jungs. Mach mal noch so. So, ich bin erstmal durch. Das ist nur auch so, das brauchst du uns nicht erzählen. Er sagt da gar nichts. Was nochmal? Ich hab gesagt, das wissen wir auch so, das brauchst du uns nicht erzählen. Nicht? So, weiter geht's. MKM-Programm 90. Jetzt verflüchtigt ihr euch hier wieder. Ja, das ist aber normal, das ist halt, weil alle zusammen wollen, deswegen schließen wir ja irgendwie auf, aber wenn wir alle 90 fahren, ist das auch okay. Marcel, bist du hinter mir? Ja. Was? Ja, ich auch. Ich fahr zu dem vorderen, halte ich auch genügend Abstand. Oh, wir sind schon in Italien, ging aber schnell, du. Musst du gar nicht bleiben. Nee. So, wir haben auch noch 730 Kilometer noch vor uns bis zum ersten Pausenschlag. Das war's, ey, wie gesagt, ich. Du. Maut! Maut, ich fahr ganz rechts. Ja, ich folge dir. Läuft. Ach, die geht nicht alleine hoch, das ist nett. Italien ist ja mautlastig. Oder Österreich. Ja, Vorsicht. Ja, oder wie war das denn letzt? Ja, ist doch eine Maut ohne Schranke. Was mache ich? Fahr natürlich durch und dann knallt. Ja. Hast genügend Abstand dahin? Was bist du, Vogel, jetzt hier? Schnauzer. So, was ist denn jetzt hier? Ist wieder Stau. 272, dann bremst doch mal ab und lass die beiden doch mal vor dir rein. Ist doch nicht so schwer. Also ich hab da 74. Ich weiß gar nicht, was ich hab. Habt das vorhin gesehen? Ich hab Dings. Ich hab die 74. 306 anscheinend, wenn ich in den Tab gucke. Ja, ganz oben stehst du. Ja. Dann steht da links der Nummer. Ich hab die 74. Dann mal wohl vorbei. Aua. Aua. Was ist denn hier wieder los? Ey, wie viele Punkte hier auf einmal sind, das gibt's gar nicht. Oh, hier ist being kicked. Oh! Hallo? Kein Überholen, zack, vom Server geflogen. Patsch! Jetzt sind wir auf dem Brenner. Boah, voll in die Eisen. Mein Brennerpass sagt aber auch nichts, Leute. Ey. Na ja, ich vergesse das ab und dann mal, ja. Weil wir jetzt auf dem Brenner sind. Stillstand. Naja, jetzt geht's leicht voran.
verdammte Bullenhitze. Ja. Hast du nachts die Fenster nicht erlaubt gehabt? Ja, doch, klar. Was stimmt, kühlt sich doch nachts schön ab. Ja, 2 Grad, um genau zu sein. Die habe ich jetzt wieder drin. Oh ja, finden wir. Also, wir hatten es heute früh schön angenehm. Wir halten ja auch, wir sind ja auch nicht so dumm wie andere, die alle ihre Fenster und Türe jetzt aufmachen, sondern wir halten alles geschlossen. Ja. Ich hab ja hier mein Schildchen mit Eis. Also ich lass mich gerade mit meiner Klima abkühlen. Funktioniert einmal frei, die kostenlose Klimaanlage. Ist das bei euch auch nachts, ja? Ja, nö, ich hab doch hier, wie gesagt, diese Schildchen hier vom Fleisch und so, machen wir mit Wasser rein, gefrieren das und stellen es dann in den Raum. Und dadurch kühlt das ja halt ab, weil ja die Moleküle, die kühl gefrorenen Moleküle durch die Gegend schwören und das. Boah, bremsen. Langsamer. Ja, ich sprach gerade von der Spielzeit, ob es bei euch auch nachts ist. Ja. Okay. Ist das auch synchronisiert, ja? Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle ist bei mir 1:06 Uhr. Ja, bei mir auch. Aber ich denke, da gibt's nur eine Zeit. Was halt im Truckers MP nicht ist, ist halt deine Müdigkeit. Die bleibt einfach stehen, die ist wie eingefroren. Ach, das ist nett. Na Marcel, die knapp 4000 Kilometer, die wir geballert sind, ha? Naja. Aber die haben wir schön mit der linken Ausbacke angebracht. Ja, danach hatte ich aber auch keinen Bock mehr, sag ich dir ganz offen ehrlich. Ja, danach war bei mir Pumpe. Ja. Oh ne. Leute. Was war das jetzt? Keine Ahnung, bei mir stand auf einmal alles. Ja, hat so ich auch nicht. Mein LKW ist schon 13% hier. Fahrt! Nicht bremsen, fahren! Scheiße. Oh, ich hab auch gleich 5% schon. Ich halte jetzt mehr Abstand zu dem vor mir, weil. Fängt er an hier mit Malfunktionen sonst noch bald hier? Krieg ich einen Koller, ey. Wenn er dann abjuckelt hier und dann. Vorhin jetzt zu 90. Ich sehe es. Sieht gut weg auf einmal hier. Vor allem die fahren 90 und irgendwie komme ich nicht ran. Ja, dann fahren sie doch mehr wie 90. Oder vielleicht ist es wegen der Synchronisation. Weil jetzt hole ich nein, aber jetzt fahre ich langsamer. Ja, irgendwie hatten wir da auch mal was komisches. Wir sind eigentlich gleich gefahren, aber einer war dann schneller. Ne? Ja, das war aber dort durch den Server damals. Seitdem ist das aber nicht mehr. So, hier fahren sie 70. Werden langsamer. 50. Echt? Bei mir nicht. Ist es bei dir auch Nacht? Naja. Bremsen. Dort wieder enger. Wir gehen wieder dezent hoch. Wallace fährt gerne auf der Standspur. 600 Kilometer. Wie das aussieht.
Immer rechts rüber. Aber Südzucker. So, mal ein bisschen in der Spur bleiben, Mensch. Vorsicht! Sarah, die manche sind ja schon weit voraus, die sehe ich ja gar nicht mal auf der Liste. Hm. Vorsicht, die Stillstand, bremsen. Aber das ist ja irgendwie belastend, muss ich sagen. So. Circa 40. Beim Geil. Ist auch geil, ne? Ja, hier Dings, kein Überholen. Zack, vom Server geflogen. Da hat er wohl selber überholt, oder? Nee, da oben. Da, Vorsicht, fast Stillstand. Oh, 30 vielleicht. Alter. Da bremst du nicht gleich voll auf die Eisen, du musst mal den Zaun bremsen. Du müsst aber gleich wieder einer da stehen und hier leiden. Weil, wo fahren denn die jetzt hin? Geradeaus. Wenn das German Truck Driver sehen könnte, Mann. Warum Blinker? Nee, doch nicht. Naja, der vor mir hat der Warm Blinker gegeben. 90. Der vor 90. Dennis, erzähl mal, was da mit dem Windows 10 jetzt nur ist. Ja, kann man eine Lizenz kaufen, ne? Na, wollen wir doch den, machen, oder nicht? Weil der Marcel war ja auch mit dabei. Ja. Pro Windows-Lizenz waren es, glaube ich, 10%, ne? Mit dem. Ja, hast du gesagt? Der Bauer-Code da. Ja, hast du ja gesagt. Was war denn das? Rund 30 Euro oder was? Ja, ich glaube 23 oder so. 23, ja. Ja, dann macht man, mit dem, ja. Dann macht man sich einen USB-Stick. Ja? Dann macht man sich einen USB-Stick. Bekommst du deinen Key per E-Mail. Ja, weiß nicht, ich muss dir einen USB-Stick dann schicken oder was? Nee, den musst du am Rechner bootfähig machen, dass du Windows davon das Setup starten kannst. Ja, aber die Frage ist halt, brauchst du den Stick oder was? Du brauchst den, weil du ja installieren willst. Das kannst du am Rechner bei dir selber machen dann. Scheiße! Brems! Oh ey, warum bleiben die auf einmal übel stehen, ey? Du musst ja halt Windows neu installieren, ne? Ja, ich weiß schon. Das machst du vom Stick aus dann. Am besten. Das ist so das Einfachste, ne? Da gibt's ja, hast Tool, du schon denn... Windows 10 oder was? Ich hab schon Windows 10, ja. Ja. Pass mal auf, wir kommen in knapp 2 Wochen hoch. Dann komm ich bei dir vorbei und dann hast du 10 Minuten Zeit, um mir Windows 10 drauf zu machen. Ja, genau. Reiß ich dir die Ohren ab. 10 Minuten. Glaubst du selber nicht. Na, wie lange dauert denn das? Ja, Stunde musst du wenigstens rechnen. Ja, das ist ja kein Problem, das kriege ich ja überbrückt, weil wir haben ja noch ein bisschen was anzugucken, also was anzugucken, aber wir wollen ja noch ein bisschen Familie und tralala. Weißt du? Ja, musst ja gucken, zum Beispiel dein Euro Truck Simulator 2 Spielstand, den musst du vorher absichern, erstmal. Ich tue alle Daten. Alles, das machen wir dann mal zusammen, mal, was weiß ich, jetzt unter der Woche oder so, weil ich habe ja Urlaub. Jo. Und dann müssen wir mal, so, dann sagst du mir, was ich alles, wie, wo, was, na, dann packe ich das alles auf die externe und dann wird das so sein, dass wenn wir hochkommen, ich dir den Rechner vorbeibringe, du machst mir das alles schick und fit, na, so, und dann, ja, drücke ich dir ein paar Moneten in der Hand davor und dann für den Key oder wie auch immer für die Lizenz und dann
Ja, machst du das mir mal, weil wir in der Zeit, da können wir ja dann, ja, ich muss ja zu meiner Tante und zu meinem Onkel und was nicht alles. Ja. Weißt du, wie es immer ist. Das wissen die Leute auf meinem Gaming-Kanal gleich Bescheid, warum ich nie Zeit, um Let's Plays weiterzumachen. Genau. Ja. Weil du nämlich mein IT-Betreuer bist. Ja, genau, ey. Dennis Computing Solutions, ne? Hast du eigentlich schon für meinen Rechner und alles eigentlich schon sowieso einen Ordner angelegt, wo ich alles so mit Daten und alles? Nicht, dass ich wüsste, ne. So, läuft jetzt 90. Die ganze Zeit. Na, das ist doch mal gut hier. Das ist doch mal ein angenehmes Fahren. Fühlt sich fast nach Fahrtwind an durch den Ventilator. Ja, ne? Wenn du noch das Fenster aufmachst, kannst du ja mittlerweile auch machen. Kannst du das schon mal sorgen mit Fortwind. Ja, das habe ich vor der Aufnahme schon gemacht. Also in real jetzt, ne? Das ist eigentlich schon nimmst du das jetzt auf, ja, ne? Ich nehme schon die ganze Zeit auf, wie wir da am Rumstehen waren und dass ich zwischendurch draußen war, wegen Gedöns da und so. Bisher habe ich genug Platz. Es wird interessant, wie ich das nachher hochlade. Vorsicht, der wird da langsam mehr ein bisschen, oder? Nö. Erstmal nicht. Von weiter 90. Ja gut, was wollen sie denn jetzt anderes machen? Außerdings, wir müssen ja nur so abbiegen. Aber ja, langsamer werden sie. Freie Bahn mit Marzipan. Naja, nicht ganz. Wurde kurz langsamer. Ja, da gibt es Warnblinkanlage, dann staut sich's wieder. Ach, Warnblinker, warum? Ja, weil es sich staut. Leute. Die fahren jetzt erstmal 80, ne, 60. Ja. Ja, wenn man keine Copyright-Probleme bekommen würde, könnte man ja, jetzt da so hast schön. Du wieder. Könnte man jetzt hier schön Musik reinspielen, so. Erstmal eine Runde Shadow on the Wall. Ich höre rote Musik, 90er und Eurodance. Ja, kann ich ja copyright-mäßig nicht machen, dann wollen sie wieder hier einen Ton weg haben und da einen Ton weg haben, dann kannst du das Video 50 mal wieder hochladen, dann musst du mal rausprobieren, ja. Ja, so sieht's Klaus und Klaus ist blind. Kannst du wenigstens 20 Sekunden irgendwo drin lassen, so. Linke Spur. Läuft. Ja, und Blinker. Wird sich wohl stauen, denke ich, gleich wieder. Oh. Kriegen wir dann eigentlich auch einen Aufkleber? Ja, Konvoi 2020, Schubert, rest in peace. So, gibt's da noch ein bisschen was mehr über den Kerl zu erzählen, für den wir hier den Konvoi fahren? Damit das auch ein bisschen Inhalt hat hier. Boah, der geht in die Eisen. Sitzt in einer Schlacht mich tot, lief ein Mann über die Straßen und rief: Menstruation. Darauf sagte jemand zu ihm: Du meinst wohl Revolution? Ach, scheißegal, Hauptsache es fließt Blut. Ja, nee, ist klar. Nicht? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Läuft gerade Jasmin mal wieder. Wie heißt Oberschenkelbruch auf Chinesisch? Knicki Knacki Nabai Saki. Hier ist schon wieder was los, ja. Daniel? Mit einem kleinen Stromberg oder was? Da beißt die Maus keinen Faden ab, wa? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Bürokolum. Ivi, servus. Dann mal. Ey, war frei. Aber wir sind ja wirklich einer der letzten, bleibt, ne? Schön, macht bleiben hier. Das mag sein. Weiß ich nicht. Warum gibt denn der hier vier Dings? Was soll denn das? Warum spricht der hier nicht?
geradeaus weiter, ja. Bonn ist doch schon wieder am Out. Hm. Oder? Nee, doch nicht. Wo die Merkel dir das Geld klaut, ja? Oder was? Die fahren jetzt zu 90. Ja, dann. Oh, macht das schon wieder Warmblinker da? Ist das blöd oder was? Dann spock's mal fest, wa? Oh. Warum macht der Warmblinker da? Für was? Warmblinkanlage, es verstaut sich hier stau. Überholen ist verboten. Vor allem fällt da tatsächlich einer mit dem Volvo mit, ne? Ja. Kann sich ja nicht jeder so eine Mühe geben wie ich noch in der letzten halben Stunde hier. Ach, jetzt wird er jetzt, du jetzt mal nicht deine Rolle überspielen, ja. Ich hab sogar ein schwarzes Hemd an, ne? Ja, immerhin. Durch Zufall mehr, aber hey. Vor allem trägst du schwarzes Hemd, ey. Ich sitze hier nur im Boxerschutz, wenn man so warm ist. Hm. Achtung, langsamer. Fahren jetzt 60. Weil sie ist so 65, ja, jetzt gehen sie wieder hoch. Gehen sie wieder hoch. 90. Spack's mal wieder fest, ja. Ja, spack's mal nicht so viel fest, weil hier ist schon wieder. Jetzt fahren sie 80. Hm. Der eine kommt ja aus dem Nichts. Was soll denn das jetzt? Echt? Ja, dann können sie sich aber hinten anstellen. Hier von 90. Stoßen noch dazu, so war nach einer Pause oder so. Vor allem, was mich ja nervt, ist ja wirklich die vorne 110. Na, schneller geht ja sowieso nicht auch hoch. Ja. Ich lasse da keinen rein, das ist mir scheißegal. Marcel, er kommt jetzt so hochgefahren. Ich lass den noch nicht rein, ey. Das kannst du vergessen. Draufdrücken. Das fährt da neben uns her, oder was? Will er rechts überholen? Ja, gibt's nicht. Das Schöne ist ja, die fahren 110 oder was? Sinnlos. Naja, sag ich auch nicht mehr zu. Vor allem, weil es auch sehr realistisch ist, 110 mit dem LKW zu fahren, ne? Hm. Die fahren 110, ich sehe die gar nicht mehr. Also, ich sehe die noch gerade so. Ja, drück drauf. Ja, ich fahre 90. Ja, kannst auch 110? Ich werde doch nicht schneller fahren, mir ist doch scheißegal, also mich halt überholen. Aber das ist eine LKW-Simulation, keine Rennsimulation. Das kapieren die meisten nicht. Was ist so? Macht denn da das Sinn? Das hätten sie mal vorher sagen müssen, dass sie ja ohne Begrenzung fahren. Weißt du? Ach ja. Ich hab die grundsätzlich nicht drin, irgendwie, weil. Nö. Ich
glaube, ich schreibe gleich in die Kommentare, machen wir wohl eine Rennsimulation hier, oder was? Ja, aber das liegt ja auch an deiner Fahrweise einfach. Du musst ja diesen Begrenzer da nicht einschalten. Doch, muss ich. Wenn du vernünftig fährst, fährst du halt vernünftig, so ganz einfach. Ja, richtig. Ja, und wenn ich so eine Simulation spiele, dann spiele ich realgerecht und nicht simulationsgerecht. Ja. Weil auch die Simulation beinhaltet eigentlich, dass du nicht schneller fahren kannst wie 90, weil ich habe noch keinen LKW erlebt da, doch einmal habe ich es erlebt. Da ist mit 120 an mir vorbeigefahren, das war auch eine andere Geschichte. Oh, siehst du, Realität ist, dass sowas geht. Jetzt auf einmal wieder ja, Warnblink gegeben. Also kannst du ja nicht in dem Spiel sagen. Also kannst du ja nicht in dem Spiel sagen, hier ist bei 80 dicht, wenn der LKW aber tatsächlich 120 schaffen kann. Wenn ich hier voll drauf drücke und der kann in Realität 120 mücken. Ja? Dann will ich hier 120 in der Simulation haben. Nee, ich nicht, weil ich im realen Haus gibt es sowas nicht. Also wurde gerade gesagt, ich habe meinen abgezogen. Vollbremse, die stehen. Scheiße. Gleich ballert meiner auch hinten drauf. Ich sehe es kommen, ey. Ich sehe die Lichter kommen, ey. Oh shit. Weil ich dachte, wir fahren. Ja, was ist denn da los? Okay, will der überholen hier? Nee, Pascal, ne? Sind ja noch 250 Kilometer. Oh, jetzt schleichen sie wieder. Erst geben sie ja voll das. Ey, wenn wir jetzt die Pause machen, mache ich den Begrenzer raus. Kann mich am Arsch lecken, ey, da zieh ich mit. Nö, mache ich nicht aus Provokation schon. Alleine schon aus Provokation bleibe ich bei meinen 90. Ja, so wird das was. Kann er sich wieder nicht entscheiden, ja? Nein, ich bleib bei den 90. Wenn ich schon real fahre, dann fahre ich auch real und nicht ja. Irgendwie eine Rennsimulation, das ist eine LKW-Simulation, keine Rennsimulation. Punkt aus, Ende der Diskussion. Schluss, aus, Ende. Ende der Diskussion, Alter. Mahlzeit. Wer auch immer das war. Ja. Junge. Ja, 90. Na ja. Oder auch nicht, oder keine Ahnung. Ja, wirklich 90 fahren sie jetzt auch nicht mehr, oder was? Ja, doch. Hört sich da eh gleich wieder staunen, ey. Siehst du, jetzt schon kommen. Vorsicht, hier staut sich's. Motorfehlfunktion, holy shit. Jetzt schon von dem bisschen Schaden hier. Naja, 13% ist jetzt halt kein Pappenstiel. Hälfte, nicht ganz Hälfte, was soll ich denn drinnen, oder? Oh, jetzt wo ihr es sagt, ne? Ich bin fast leer, ne? 268 Liter habe ich noch, also vor 838 Kilometer, wir haben auch nur noch 180. Ich hab noch 250 Liter. Ja, na wie gesagt, 160 Kilometer haben wir noch. Einmal also schaffen. Ich muss tatsächlich langsam mal tanken, Jungs. Wie viele Kilometer hast du denn noch? 339 zeigt er, glaube ich. Ja, 108 Liter. Das sind dann müssen, ja, wenn Pause ist. Wenn Pause ist, dann tanke ich sowieso. Eine Werkstatt könnte ich wohl auch gebrauchen. Ich krieg hier schon Dings hier. So Fehlfunktionen da. Ja, kannst ja machen, wenn Pause ist, ist ja Pause da. Ich weiß ja nicht, wie lange die Pause angehen soll, aber. Weil ich Wallace da ein paar Mal drauf geknallt bin.
13% ist ein bisschen hart. Also das ist nicht nur der Bug, sondern die Fehlfunktion, die kommt jetzt auch nur dazu. Das ist aber nicht so lecker. Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Tja, so ist das. So, hier staut sich's warum auch immer. 117 Abstand bitte, hä? Wer sind die 117? Weiß ich nicht. Da geh an die. Der Ruf ist on fire. Der Ruf ist im Eimer. Hm? 84 Liter auf 263 Kilometer anscheinend. Der Schluck dabei, wa? Ist ein V8. Ja, vor allem, du hast ja auch noch den Vierachser, das ist ja noch kleinerer Tank. Ach du Schande. Da hast du mir ja mal wieder hingeholfen vorhin hier. Ich dachte, wir müssen 3-Achser, kein 4-Achser oder 2-Achser, aber gut. Du hast einfach ja nichts gesagt. Ich habe einfach das teuerste gekauft, weil ich's hab. Ja, ja, ich habe jetzt eine Milliarde, habe ich jetzt zusammen. Jau. Kontostand. Ja, da ich hier einen alten Spielstand laden musste, wegen Trucker MP, alte Version und so bla und so, habe ich hier jetzt 8,6 Mill. Der Spielstand, der ist... Du musst das alles mal ein bisschen wieder aktualisieren. Der Spielstand hier, der ist einfach von Anfang 2019. Und 2019, ja, das Jahr über, habe ich ziemlich viel gespielt. Ja, du musst doch mal wieder mal ein bisschen aktiver werden, Kollege. Mhm. Ja, aber dafür müsste Trucker MP mal auf die neue Version klarkommen, weil ich juckel ja nicht mit dem Spielstand. Die 1.38 geht nicht, wir spielen da alle derzeit auf der 1.37, ja. Truckers MP, weil... Da muss ich abwarten, bis das kompatibel ist, weil sonst ist mein Spielstand für die Katz. Nein, ist er nicht. Du patchst einfach auf die 1.37 zurück und dann Dings, das macht alles automatisch. Ja, mein neuer Spielstand, wo ich jetzt aber schon gespielt habe, der ist ja jetzt schon quasi kaputt, den kriegst du ja nicht mehr geladen auf der alten Version, das ist ja das Problem jetzt. Deswegen habe ich ja hier so einen uralt Spielstand hier. Beim 88 und 21 seid ihr mal fertig. Das sind die 88. Bippe, automatisches Speichern. Jo, was ist denn jetzt los? Alter, Stau. Voll der Crash. Was geht denn hier ab? Holy ja. Shit. Was denn? Ja, geil, ey. Welche Uhr hast du? Welche Tour? Oh nee, ne? Das ist doch jetzt kacke hier. Ich verstehe keinen Ton, ey. Der Dennis mit seinem Ventilator, da drückt er sich voll runter. Was hast du? Welche Nummer du hast? 252. 252. Ja, Leute, ich bin erstmal raus, ne? Muss die Werkstatt aufsuchen. Mich hat's beim Autospeichern voll weggecrashed. Volle Granate. Ich hänge zwischen den beiden Bahnrichtungen, Schaden 62 auf dem Hänger, 46 LKW, ich komm nicht raus. Da kommt doch die Wortketchup noch ausgesetzt. Oh shit. Ja, da bist du. Kannst du ja dich zur Werkstatt beamen. Kannst du ja hier nach Pekauser Dienstleistung anzeigen. Zur Werkstatt abschleppen. Hier nach Pescara. Alles kaputt. Ja, fahren doch alle auf der falschen Seite, ja. Du musst doch geradeaus weiter. Ach ne, da ist alles gut. Jetzt geht ja gar nichts mehr. Du Scheiße. Ja, wo ist jetzt hier? Erstmal muss ich den mal reparieren. Kaboom! Das nächste Club, was in die Luft geflogen ist. Kostet ja richtig Asche jetzt hier.
So, wie finde ich euch denn jetzt am besten? Wo kann ich mich denn hinbeamen am besten? Dann nach Pescara. Was? Pescara. Hier wird schon wieder ein Deutsch gehabt. Ein Deutsch? Ach, da. Selbst die Frage, habe ich hier in der Garage? Nee, ich kann ja gar keine Schnellreise machen. Ah, und jetzt? Naja, nach Pescara, da denkst du, wenn du da keine Garage hast, kannst du dir ja die Option neu kaufen, wenn du schon mal dort musst. Ich bin da mal durchgefahren, aber nicht in Pescara selber, sondern die A14. Ja. Ist 90. Ist jetzt. Oh. Wo geht's denn danach überhaupt hin? Weiter? Ich glaube, im Bari könnte ich eventuell. Ja, schon wieder in 600 Meter steht schon wieder da. Ja, jetzt wird's wieder voll. Bin mal gespannt, wie das lange ist Pause blöd. Ist. Weil tanken muss ich auf alle Fälle. Mir voll die Karre zerrubt hier. Bremsen. Stillstand. Ja. Ja, ich kann mir in Prescara die Garage kaufen. Ja, dann mach das, das doch. Geht gerade. Beamst du dich da gleich hin? Jo. Garagenmanager. So. Schnellreise. Ab geht die Lucy. So, muss ich euch nur irgendwie finden oder was? Muss ich irgendwie runter auf den Bahn? Nö, du musst einfach warten. Weil du, oder du fährst zur IKEA. Also zu IKEA auf gut Deutsch. Da ist Pause. Okay. Und ihr seid nicht mehr weit weg, ihr kommt alle an, ne? Ich sehe es kommen hier. Wir sind noch auf der Autobahn. Ja, gut, dann muss ich da mal rüber, ne? Junge, 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 ey, Betrieb hier, ey, das ist Wahnsinn. Da geht die Post ab, wa? Vor allem, ich dachte, das Ikea da ist gar nicht so groß. Gibt's ja auch eine Tanke eigentlich? Ich muss tanken, ja. Arbeitsagentur. Ach, die muss ich erst ausbauen, oder was? Ja. Okay. Bitte erst das Hotel besetzen. Ei. So, und was fangen wir hier? Irgendwas mit P, ne? Pescara war das, ne? Oh, Pescara. Also aufrüsten, und dann kann ich da auch tanken, ja? Genau, dann kannst du aufrüsten. Du hast ja auch aber voll kontrolliert, ne? Also hier steht überall so ein Fuzzi, der kontrolliert, ob du Scheiße brauchst oder nicht. Ich hab einen Schirm umgefahren. Einfach umgenasst. So, wie mache ich das jetzt mit Tanken? Beim Kreisverkehr die zweite. Jungs, wie tanke ich jetzt? 156. Da drüben, da ist so ein Symbol oder was, wie eine Tankstelle, Alter. Na gut. Nico, los geht's, auf geht's. Ja, dann machen wir das wie bei Werner. Einmal leer machen, bitte. Hä, wie? Ja, Tank voll, Tankstelle leer. Jetzt Kopf für Erwachsene. So, hä? Was da denkst du so hier, ja? Ich will meinen Hänger sogar nicht schmecken. Gar nicht gepeilt, ne? Aber ohne dem los. Ja, hier parken sie auch wie oben. Ich muss aber noch sagen, ach, da hat ein Anhänger unten. Na gut, ich stell mich hier mal her. Marcel, ich stell mich hier auf den Gehweg, weil ich Tankstelle suchen muss. Du musst auch tanken, ne? Ja, dann folge mir bitte. Folgst du mir, sind 18 Kilometer.
müssen wieder zurück. Bei Ika treffen wir uns, ja? Oder was? Komm. Wir müssen hier umdrehen. Jens? Was? Bei Ikea treffen wir uns, ja? Ja, also wir fahren jetzt, ich fahr tanken. Okay. Na, zurück. Na, hier nach Ikea, aber ich muss da tanken. Weil ohne tanken schaffe ich das nicht und die fahren alle tanken. Also das wird jetzt eine richtig geile Aktion, wie wir mit dem Tanken werden. Oh geil, ich bin gegen die Laterne gefahren. Wie schön. Da zu Ikea, aber ich fahre erstmal tanken. Zu tanken, mir egal was du machst. Ich fahre jetzt zu tanken, fertig. Oder? Garage? Ja, wo ist denn die Garage? Ja, die ist hier drinnen. Na, warte mal, ich weiß es nicht, ich sehe die noch nicht. Warte mal, ich muss mich auch hier gleich mal irgendwo hinstellen. Ich sehe nur verdammt viele blaue Punkte hier zur Tankstelle hin. Und ich sehe Dennis. Boah, was macht er denn, ey? Also müssen wir ja die. Fährt den Kreisverkehr verkehrt rum, der Vollidiot. Da krieg ich die Krise, Alter. Schon wieder Schaden auf dem LKW, weil der wieder nicht fahren kann, Alter. So. Ist doch zum Kotzen, Mensch. Warum bin ich in einem Ghostboat? Was ist denn das jetzt so? Ja, jetzt. Mr. Wallace kommt mir gerade entgegen. So, jetzt bin ich wieder da, ich bin im Ghostboat. Kann ich nicht. Ich fahr jetzt hier zur. Wo brauche ich da jetzt eigentlich hin? Oh, Richtung Werkstatt oder so. Dann viel Spaß. Ich muss ja auch noch alle rein. Mann, ey. Ja, dann warte ich auf dich auf der bei der Garage. Fährt er wie ein Engländer, völlig verkehrt rum durch den Kreisverkehr und rammt mich hier in eine Sau. Na, dann musst du melden. Ja, ich weiß ja gar nicht mehr, wer das war jetzt. Kann sein, dass das der Gelbe hier vor mir ist, aber dann muss ich wieder erst näher ran, damit ich die Zahl kriege. Ja, das war der hier. Timotheus 00 152. Könnt ihr ihn ja mal melden, ihr kennt euch ja aus, ne? Schreibt doch einfach hin, schreibt Y drücken und dann schreibt das doch in die sogenannten Kommentare. Ja, ist Vollstau. Alter. Dortmund Simulator Kings. Hier ist alles Vollbetrieb, ja, ey. Alle fahren sie zur Tanke. Nur zur Garage. Alter, das ist ja echt übel. Ja, du sollst ja auch erst das Hotel besetzen, ja, ne, aber. Oh, was ist denn jetzt los? Weiß nicht, die Leute können immer nicht, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich es so stehen, dass alle Bescheid wissen, aber ja gut. Müssen wir wieder in die Aufnahme rein. So, oh, schön, und ich stehe jetzt hier nicht mehr oder was? Dann mach ich jetzt zu, ja. Dann treffen wir uns jetzt an der Tanke oder was geht jetzt ab, um dann. Nee, bei Ikea. Und so? Also wir sollen, eigentlich soll man ja hier. Ja, kann ja sein, dass sich das jetzt irgendwie geändert hat, weil ja anscheinend ja alle zur Tanke fahren. Ja, die sind alle hier. Die sind alle hier hin. Ich weiß aber nicht, weil hier steht Pause, Hotel, Einsatzleiter, aber. Ich weiß nicht, die tun alle auf dem Hotel erst parken und alles, aber ich weiß nicht, was hier.
Weil ich wollte ja hier gerne mal weiterkommen. Hier Pause CS. Also da, die, hier kannst du auch rechts dann Pause machen. Also ich fahre aber erstmal zur Garage wegen tanken. Ja, ich kann durchkommen. Ich komme ja durch. Ich bin da, ich bin jetzt fast an der Garage. Ja, ich sehe es schon. Und dann, ja weiß ich nicht, treffen wir uns dann unten am Hotel oder an der anderen oder wo wollen wir uns da treffen dann? Ich mache jetzt erstmal dieses automatische Speichern aus, wenn ich das finde auf die Schnelle, das gehen wir auf Keks, ey. Das geht nicht raus. What? Das geht nicht raus. Ernst? Das Thema hatten wir schon mal, mein Freund. Autosave geht nicht raus. Das wird immer und immer wieder gehen. Also das geht, das kriegst du ja nicht raus. Deswegen haben wir doch bei mir die SSD eingebaut. Ja, aber ey, kann nicht sein, dass das selbst mit NVMe so beschissen ist. Also ein Bug, den können sie echt endlich mal fixen dann, ey. Das hat keinen Bug, das ist eben der Server, der so... Nee, das hast du auch beim normalen Spielen, das liegt schon an dem normalen Spiel. Also ich hab kein Problem, also bei mir, ich fahr und ich krieg das nicht mal mit, dass der überhaupt speichert. Das ist schräg. Ja, bei mir macht er nach wie vor diese scheiß Einbrüche, jedes Mal, immer automatisch speichern. Ja, okay, jetzt im Online, Online ist es schlimmer, aber... Bei mir bricht er aber nicht ein. Ja, jetzt hier mal online bleibt er komplett stehen eine Weile, das ist ätzend. Beim normalen Spielen, da geht es dann auch einigermaßen, aber da würdest du es natürlich auch gerne abschalten. Das muss aber ja nicht sein, nicht so zucke hier. Ich krieg das nicht mit. Also ich krieg das selber nicht mit, bei mir läuft das flüssig durch. Ich weiß noch, wo wir das Problem hatten damals, wo wir gefahren sind. Ja, das war übel, ne? Aber mittlerweile, so wie gesagt, ist ja nichts mehr. Na gut. So, tanken, ich sehe Mr. Falice mit der 7. Mit welcher Nummer? 252? Ja, bei Ikea ist irgendwie keiner. Sind jetzt alle an der Tanke da oder was? Also sehr geringer Luftdruck. Na genau das habe ich jetzt gebraucht. Ja, schalt ab die Scheiße. Nö, mach ich nicht. Warum sollte ich dieses tun? Nur weil du das Problem damit hast, hab ich ja kein Problem damit. Ja? Marcel, ich bin hier, ich sehe dich. Ich komme dir jetzt durch die Karre gefahren. Ich stell mich hier rechts hin. Bist du auf einmal weg? Ja, ich hab die Garage ausgebaut. So. Ja, wo hängt ihr denn jetzt alle rum hier? Ich sehe gar keinen mehr gerade. Bis also, ich bin in der Garage. Und jetzt alle erstmal hier los, ja. Ich hab hier raus oder was? Ne, der zeigt in der Liste nur die an, die auch in der Nähe sind, ja. Mal sagen, ja. Was soll denn das? Ja, genau, wenn du jetzt vorfährst an der Mauer. Weil ich muss auch mal pinkeln gehen. Randy, ich bin ja mal echt begeistert, ne? Das läuft ja richtig gut hier bei euch. Ach, die Rennleitung ist auch schon wieder hier unterwegs. Ja.
Die Framerate bricht ein, Alter. 24 FPS. Naja, ich bin jetzt zu Jörner Garage. Ich geh erstmal pinkeln. Schon kam Marcel 1990 live auf Twitch. Ja, nee, ist klar. Ach, Leute. Geht da langsam der Speicherplatz aus? Übel. Oh, da haben wir 2 Stunden aufgenommen. Das ist auch nicht ohne. Das noch stückeln, oder? Jetzt in der Firma hier. Deine Werkstatt, ja? Ja? Bei der Werkstatt, ja? Ja, dieses Cascare Super Mercato. Da fahre ich jetzt hin. Was für ein Ding? Warte mal, ich mach mal die Karte auf. Zu dem Supermarkt hier. So, ja. Ja, ich bin an dem Supermarkt. Jo! No. Bin an diesem Supermarkt gegenüber vom Hotel. Was Hotel ist voll. Ich bin sogar neben dem Veranstalter. Bleib ich jetzt stehen. Auto speichern, Zuckel. Elektrisch. Das geht mir ja auf Keks, ne? Vielleicht gibt's aber auch mittlerweile am Spielstand, aber ich habe keine Lust, was Neues anzufangen. Ich spiele ja schon so lange. Kann ja sein, dass er von irgendeiner uralt Version noch verbuggt ist, ne?
Nee, das Spiel hat damit nichts zu tun. Hardware-mäßig ist bei mir jedenfalls alles okay und Windows auch. Habe ich doch gar nicht so lange her, habe ich den mal sogar neu installiert hier. Alter, ist hier was los. Was? Ja. Ich hab's auch. Moin, moin. Wer ist denn jetzt da? Micha, sehe ich auf meinem zweiten Monitor. Nee. Was ist denn da für Komplikationen jetzt? So. Ich begrüße dich ja freundlich und er haut drauf an, ne? Vor allem die Lichter, du Idiot, das ist kein Scania, das ist ein Dings, ey. Ein Volvo. Du olle Sachsenpussy, ey. Ich geb dir gleich Sachsenpussy, du komischer Vogel, du. Ja, los, komm, komm! Ihr wisst schon, dass ich das aufnehme gerade, ne? Falls auch gefragt war, also. Der Micha, da geht mir schon wieder, jetzt ist schon wieder voll auf die Hupe, ey. Ich weiß auch nicht. Hä? Ist das doof? Hast keine Freunde oder was, du TS-Schlampe? Nee, hab ich nicht. Man merkt's. Jetzt muss ich da noch Delfine einbauen, ey. Ich hab keine YouTube-Freunde mehr. Nee, hier hast du ihn. Ja, der Dennis macht YouTube. Könnt ihr zusammen YouTuben? Nee. Nett. War der Anruf. Ihr spielt ETS, ja. Ei. Schon locker 2 Stunden gefahren, ist langsam ermüdend, ey. Das Netzteil von meinem Driving Force GT ist bestimmt auch schon warm gelaufen. Aber da glüht schon fleißig. Nee, da können wir so um 5 bis 6 rum hinfahren, weil ist ja wieder offen. Also du kriegst doch die Borden alle wie die Bekloppten drin. Na. Aber ringsrum, das war ringsrum, ist alles ringsrum voll. Ja, dann ist klar, wenn du um 5 bis 6 hinfahren, dann reicht das ja, dann da ist er bestimmt wieder ein bisschen abgeschwollen. Ja. So, Pause. Pause geht nur bis um 30, ne? Also noch 3 Minuten, dann geht's weiter. Marcel, hast dein Navi schon eingestellt? Stell doch mal ein nach Basti. Ist eigentlich noch das dickes Brandenburg da? Was, wohin? Sag mal. Was heißt denn hier? Sag mal. Ja, was soll ich denn sagen? Wohin? Na, nach Basti. Basti, ja. Ja. Ich hol mir eben noch was zu trinken. So viel Zeit werde ich ja noch haben, ne? 3 Minuten. Aber locker. Und dann geht das Chaos wieder los. Alter. 3 Minuten und dann geht's weiter. Einsatzleiter steht auch schon hier. Ich denke, die verteilen sich wieder auf die Strecke. Nee. Ich denke mal, wir fahren jetzt garantiert rüber nach Neapel und von dort aus auf die Fähre. Genau, rüber nach Korsika. Gänsefleisch, ja. Mal ins Telefon können. Ja, wenn man nicht frech, ja. Bin der Einzige. Du merkst halt, der Server, da ist ganz schön am Tun und Machen, ey. Wenn das tut ja ganz schön alles einbrechen und.
bin der einzige Wessi hier gerade auf dem TS oder was? Das kann man so sagen. Brandenburg zählt ja nicht mehr zu Deutschland. Wir sind ja auswärts, das ist Ausländer. Oder, Herr Micha? Mob mal weiter. Ja, mob mal weiter, ey. Hol doch weiter rum. Das bist du doch auch nicht so mit dem Wein. Was ist denn los mit dir? Ein Pussy geworden oder was? Oder was denn, oder bist du erschüttert über die 10 Millionen Euro, die deine Frau Merkel nach Beirut jetzt schickt? Ich juck das nicht mehr. Ja, stimmt, du bist ja jetzt, was bist denn eigentlich jetzt, behindert oder bist du jetzt arbeitslos? Wie ist denn da die Einstufung jetzt eigentlich? Micha! Er hat keinen Bock mehr mit dir zu reden. Weil sie Pussy ist. Ach, schon immer? Hier? Server 2. Simulation Server 2. So ein bisschen mäßig könntest du dich aber, weil ich muss da sonst so viele Delfine einbauen. Ja. Das ist eine Menge Arbeit. Ja, kannst ja Pieper reinmachen. Bei stundenlangem Material ist das ein Haufen Arbeit. Ich muss mir das alles nochmal angucken und alles nochmal anhören, Alter. Das sind schon weit über 2 Stunden, ey. Ich gehe kaputt, ey. Wie lange soll ich daran sitzen? Da kann ich dir noch sagen, du sitzt da noch 1318 Kilometer noch dran. Jawohl. Da kommen ja noch 1318. Lade ich das irgendwann Ende nächsten Jahres hoch oder so? Ich bin hier kein Montana Black, ich verdiene da kein Geld mit. Ich habe andere Sachen zu tun, als hier rumzuschnippeln, ey. Du musst das ja auch nicht hochladen. Auch wieder mal. Aber wär schade um das Spektakel hier, um das ganze Material. Ja. Warten wir erstmal, ja? Boah, wir warten, die sollen erstmal alle fahren. Ich warte ganz gemach wieder. Ich weiß gar nicht, wo die lang fahren oder warum die so lang fahren oder. Und in welcher Stadt seid ihr? Wo sind wir gerade? In Pescara. Und Spektakel, ja du. Das geht ab. Was? Jetzt fahren sie alle los, da ja. Wo liegt denn das? In Italien, an der Küste. Gegenüber von Rom. Rechts gegenüber von Rom. So, jetzt tun wir uns hier langsam alle wieder eingliedern. Jo. Sag mal Bescheid, wenn ich rausfahren soll hier. Ich fahr jetzt raus. Also ich glaube, die Leute hier im Hotel, die haben sich überhaupt nicht eilig. Na, die beim Hotel haben sich eilig, da hat er recht. So, jetzt räumen wir mal los. Ja, im Hotel ist gerade richtig gemütlich noch. Ah, Alarm abschillen hier. Wie war der letzte im Bus als der erste im Krankenhaus? So. Ach, die fahren jetzt an der. Oh, schön Kreisverkehr, scheiß drauf, ich zieh den auch kurz. Wir machen gleich unseren eigenen Konvoi, lass die anderen mal vorfahren. Geht's denn jetzt hin, ey? Ach ja, Rennleitung. Ja klar. Ja, Konvoi Ende. Hier ist Konvoi Ende, da steht aber komisch. Naja. So, los geht's auf die Autobahn. Freie Bahn mit Marzipan. Das wäre jedenfalls ganz gut. Das ist wieder so. Jetzt können wir wieder ein bisschen hier Lade geben.
Ach du Scheiße, hier, stopp. Ja, fahren die jetzt, bin ich einer mit der ersten oder bin ich einer mit der letzten? Alter! Was bleibst denn du stehen, du hässlicher Vogel? Wo bin ich denn überhaupt? Besitze ich immer noch die Nummer? Ja, ja. 74 habe ich immer noch. Was ist denn, die können sich ja auch nicht entscheiden, ob schnell, langsam, stehen, fahren. Ja, hier vorne ist ein Kreisverkehr. Ja, wir müssen ja wieder abbiegen. Oh, geht langsam wieder los. Jetzt geht er jetzt los. Oh, er staut sich's wieder. Jetzt geht er jetzt ab hier. Ab durch die Mitte, euer Fahrstoff dran vorbei. Oh, soll es auch geben, ne? Musst du mit der Stoppu weiterfahren, Junge? Genau, switch um und fahr weiter, Junge. So. Brumm, brumm, brumm. Na klar, und jetzt kommt natürlich was wieder? Richtig, Mautstation. Schon länger vermisst. Also ich hab euch auf dem Dings, aber das ist ja abartig. Das ist ja über, es sind 300 Leute, die hier fahren. Ne, ich seh's gerade. Das ist richtig geil. Das läuft ja. Und das ist der zweite Konvoi. Möchtest du nicht wissen, was beim ersten Konvoi ist? Ja, das kommt drauf an, das sind ja verschiedene. Die sind ja aber auf einen anderen Server gefahren. Das ist übel geil. Übelst leger. Ich weiß nicht, was da geil drin ist. Hä? Ah ja, siehst du, ja, leiden sie dich. Sehr schön. Freut mich. Na ja, dann. Ich hab da Navi eingestellt, ich roll einfach los. Ja, jetzt wird's staut sich's wieder. Der wird doch mal angerufen. Ja, was denn nun jetzt hier? Mal vorn stehen, ja was denn nun jetzt hier, ey? Boah, nee, ne? Voll draufgefahren. Was? Wallace draufgefahren gerade. Wieder LKW 11%, ey, ich krieg eins viel, ey. Da musst du fix slash fix eingeben. Wie, wo? Na, du drückst auf Y. Ja. Brusttaste, also Slash, wo die 7 ist. Die 7. Und dann gibst du Fix ein. Fix. Ein. Und dann repariert er ihn oder was? Ja, Vehicle has been fixed. Ja, cool. Wenn das erlaubt ist. Vielleicht werde ich gebannt wegen Cheating, ey. Nee, das machen fast alle. Okay. Na dann. Aber es leckt übelst wie Teufel hier durch die LKWs. Ja, ja, das ist normal. Das war mal ein richtiger Pro-Trick jetzt hier. Ist der Chat zugleich auch Command-Line-Interface? Okay. Ja, das leckt ganz schön, aber das ist halt durch den Server, ne, weil ja so viele auf einem Punkt sind. Und bei mir läuft's jetzt gerade ganz gut hier. Geradeaus Richtung weiter Bari, ja was denn nun, ey, was ist denn jetzt denn hier, ey, schläft er hier vorne ein oder was? Der überholt einfach erstmal weg. Richtig dicke. Boah, ja, zieh dir noch mal vorbei, was soll denn das hier? Gibt's nicht. Die fahren alle in der Mitte, ja.
Ja, da, das ist nicht, der gehört nicht zu uns. Nee. Und da fragt sie, was hier los ist. Alter! Ist schon angenehm hier, muss ich sagen. Also ich fahre hier nicht schneller wie 40. Das bringt sonst sicher. 30 wäre sogar schon zu schnell, wa? Das ist kein Fahren, das ist Schleichen. Naja, das ist, ja, aber das ist normal, weil das ist alles, was man ins Reinkommen und so. Ich denke auch, diese ganzen Rennleitungen und so, die sind auf Teamspeak irgendwo unterwegs, auf ihrem eigenen Channel und sprechen sich da ab oder so. Hm. Und wenn der da vorausfährt, sagt, hier, wartet da, hier fahren wir langsamer oder so, ne? Mhm. Ey, ich mache jetzt 30, Tempo mal 30 und fertig, ey, ich will mich hier nicht rumaffen. Jetzt einfach. Bis es ja losrollt. Na gut, 40 können wir schon mal machen, dann läuft das. Alter, was ist denn da vorne los? Was? Oh, jetzt haben die sich die Karten zerrollen. Gucken wir auf die Karte, da weiß er, was los ist. Das weiß ich. Doch, schon 30 ist schon wieder fast zu schnell. 40 vorne und fertig. Hier ist nur noch voll Action, ey. Langsamer, von langsamer. Ihr sollt dann die ID weitergeben. Ben. Ist die Nummer 42. Also Nummer 42. Wenn du irgendwo hier hin willst, kriegst du einen Koller, ey, jetzt. Boah, ist der Stresser hier. Ach, Jens, da bist du ja. Wer ist denn der Hirschfeld, Danny? Hier geht's ab. Ich kenn keinen Hirschfeld, Danny. Ja, das Problem ist, weil du halt auf die ganze alte Version kannst du keine Word- und Tax-Dings mehr machen. Jetzt musst du deine Scheiß-Aufträge von sonst wo holen. Aber normalerweise müssen die, kriegen die eigentlich einen extra Server für so Sachen.
Ja, erzähl doch mal was von Schubi. So für die Aufnahme. Um wen geht's denn hier genau? Jens? Hä, was? Ja, erzähl doch mal, um wen es hier geht hier. Schalt D-Max ein, dann weißt du es. Schalt D-Max ein, erzähl's hier. Hier müssen die Informationen rein, Mensch. Weißt du nicht, wer der Andreas Schubert ist? Ja, ich nicht, nee. Ich wurde hier spontan eingeladen, mitzumachen. Meine Zuschauer wahrscheinlich auch nicht. Ja. Erzähl mal. Ich bin ganz schlecht im Erzählen. Ist sowieso gerade so ruhig hier. Das ergibt sich ja auch gerade. Ja, ist doch auch mal eine schöne Sache. Ich penne hier gleich ein, ey. Alter, was ist denn jetzt denn hier? Fahren die oder fahren die nicht hier? Alter, das gibt's nicht hier, ey. Das war der German, der German Truck Driver aus dem D-Max jetzt, oder was? Na klar. German Truck Driver kennst du, ja? YouTube-mäßig. Ja, den kenn ich. Bum. Oh, das präsentiert mit Whitewood. Mir wirklich mal so eine Flasche geholt. Schmeckt gar nicht so schlecht, das Zeug. Ist das wirklich gutes oder nicht, haben wir dahingestellt. So von wegen Chemiekeule. Ja. Habe ich alle Sorten durchprobiert. Also Vanille kannst du. Ist Geschmackssache. Also Vanille ist absolut. Nicht so geil. Ich habe das Schokozeug da mal versucht. Kaffee ist auch. Kaffee, Schoko, Kokos kannst du trinken. Also das ist okay. Mhm. Aber der Rest. Was denn da überhaupt? Na, Y-Food. Guckst du bei Google. Guck da einfach Google ein. Das ist eine Fertigtrinkmahlzeit. So eine Scheiße trinke ich da nicht. Das ersetzt eine Mahlzeit und das hält 4 Stunden. So, scheinbar fängt es jetzt an zu rollen, ja. Aber es ist halt, das ist halt, wenn du Auto fährst oder so, ist das halt richtig geil. Du legst das Feuer im Kühlschrank. Also es ist kalt, jetzt gerade bei den Temperaturen, und dann kannst du es trinken. Also ich bin immer noch der Typ, der eine gute alte Mahlzeit immer zu sich nimmt, aber na gut. Ich bin halt ein bisschen oldschool. Ja, ich in der Regel auch. Fertig, es bot sich halt mal an, weil, Scheiße, weil sie die tatsächlich beim Netto hatten im Kühlregal. Da dachte ich mir, oh komm, probier's du mal. Also ich bin auch derjenige, der noch kochen kann, also. Aber das geht ja, das ist ja auch nur, wenn du wirklich, wenn du unterwegs bist oder sonst irgendwas. Also wenn du unterwegs bist und halt nicht kochen kannst. Ja, und da bin ich auch wieder oldschool, wenn ich eine längere Strecke fahre, dann mache ich mir nämlich noch Brot oder so, ein paar Schnitten. Also, wie gesagt, ich bin da anders. Schnitten kann man essen? Ich dachte, mit Schnitten machen wir was anderes. Er meint. Stullen, ja? Stullen, ja, Andy. Ey, da vor mir, ich glaube, ich schieb den gleich erstmal quer raus hier, ey. Da geht man auf den Sack. Brems, mal brems nicht, brems, brems nicht. Mich wollten sie eigentlich auch melden, weil ich vorbeigefahren bin, hab aber nichts gemacht, hab ja nicht gestört. Boah, er geht voll in die Eisen, ey. Oder Synchro hier, ja, keine Ahnung. Ist mein Name Gold? Nee. Da war 2 mm Platz, ich hing ihm voll in der Stoßstange. Voll in die Eisen, ey. Also ich halte zu meinem Mann 60 Meter, das ist immer ganz gut. Die retten dich aber nicht, wenn er leckert. Doch, die retten mich, glaub mal. Ja, ich fahre ja auch keine 80. Wir fahren ja gerade mal 55, wenn überhaupt. Weil irgendwie, ja, geil. Bleib da einfach mal stehen, ey. Macht auch sehr, sehr viel Sinn. Alter, könnte ich schon wieder grad voll an die Decke gehen. Nee. Oh, dass der Motor-Sound immer neu startet, ne? Wenn du den gerade anmachst hier, so Fehlfunktion, das irritiert, ey. Mir auch langsam blöd. Das ist aber nur nach dem Update, was sie gemacht haben.
Das haben sie bis jetzt noch nicht gefixt. Ja, das automatische Speichern könnten sie auch mal rausschmeißen oder zumindest abschaltbar machen. Das geht mir nämlich tierisch auf die Eier. Er leckt da nämlich richtig blöd. Ja, Kinderparty am Start. Ist ja knuffsch. Deine Jens oder was? Er sagt nichts mehr. Was denn? Ob das deine Kids sind, die da. Ah, da. Ja. Da. Ja. Voll süß. Meine Tochter macht Unterhaltung. Ja. Ja, ist halt so. Wenn du noch einmal schnurzpiep egal sagst, dann werde ich richtig sauer, oder? Hast du vergessen, wenn die dann nicht einmal, wenn die nicht sauer redet, sind mit dir sowieso nicht. Aber wenn kennst du, stinke, ne? Was ich meine, was da so rumgegangen ist. Die redet mit keinem zuvor, die bockt dann so rum, die redet nicht mal mehr mit dir. Aber kennst du, was ich meine, oder? Aber hat doch sie runtergemacht, ja, da. Ja, das Video. Wenn ihr noch einmal schnurzpiep egal sagt, dann werde ich richtig, richtig, richtig sauer. Nein, Bier! Also irgendwie hat das vorhin besser funktioniert wie jetzt, ey, echt. Ja, das ist ja ziemlich. Vor allem die kommen ja, ey, die schaffen es ja nicht immer 90 zu fahren. Das ist eine Autobahn. Ja, das Problem ist aber, wenn einer davor leckt, der nächste muss immer wieder bremsen, dann staut sich das. Ja, dann sollten sie. Ja, aber das Problem ist, das geht ja hier die ganze Zeit. Ich bin noch nicht mal hier einmal 80 gefahren. Aber am Bari seid ihr noch nicht, ne? Nee, nicht ganz. Nur, dass ich nämlich jetzt gleich auf der Autobahn bin, auf meiner. Oh, jetzt scheint es erstmal zu laufen, ne? Vor einigermaßen. Ja, erstmal so vor sich hinhalten. Also, Bari haben wir noch ein bisschen, ein kleines Stück. Oh, die Hupe geht gerade wieder. Ja, das ist so ein Soundbug. Alles kaputt gepatcht. So gesehen schon, ja. Patches sind wie Frauen. Der eine ist besser wie der andere, ne? Aber seit wann spielt denn ihr EDS jetzt? Boah, mittlerweile bestimmt 2,5 Stunden sind wir hier dabei? Nee, seit wann? Weil sonst spielen sie immer nur LS. Was? Nee, ich hab keinen Bock auf LS. Wie lange wir schon ETS 2 zocken? 2 Monate? Oder Marcel? Was? 2-3 Monate spielen wir schon ETS 2, ne? Ja. Oh, kein Bock auf LS. Nee. Zurzeit ist sowieso Landwirtschaftssimulator live. Hier live. Oh. Zweimal geradeaus weiter Richtung Taranto. Ja, oh, jetzt staut dann sich's wieder. Was? Staut sich's wieder. Logisch, immer. Alter Schwede, gut, dass ich Abstand gehalten hab, siehst du? Eieieiei. Wahnsinn, ich fahr mal kurz 80, ja, jetzt nicht mehr. Also ich fahr jetzt wieder zurück in die andere Richtung. Eine Sekunde oder was? Ach, du warst das, der hier entgegenkommt? Ja. Ich hab euch ja vorhin noch überholt. Ach, du warst der blaue Scania hier, der Hirschfeld-Scania, eh? Aha. Aha. Aber ich hab ja nichts, ich hab nichts gemacht, ich hab nur überholt. Also von daher ist es aber legitim. Ja, du bist ja weder schwarz noch hast einen Trailer dran, von daher. Richtig. Und ich hab nichts
wenn du jetzt in irgendeinen Ring gefahren wärst, hätte ich es ja eingesehen, aber ich bin ja echt nur vorbeigefahren und mehr war ja nicht. Und ja, wenn sie so eine Sachen, und ich bin immer noch der Meinung, wenn sie so eine Sachen machen, sollten sie sich einen extra Server nehmen, extra anmelden und nicht das auf einem öffentlichen Server machen. Jo. Ich weiß ja nicht, ob sie dazu einen Server kriegen. Ja doch, müssen sie recht, das müssen sie anmelden. Bei der deutschen Dings. Sag das dann die. Ja, das ist auch genauso wie hier manche jetzt halt die Auffahrt benutzen, und um sich reinzuschlängeln, weil sie nicht warten können. Alter! Ja, klasse, ey. Echt, das geht mir gerade tierisch auf den Sack. Das war wieder so arschklar, ey. Ey. Ja, das ist aber klar, der eine drängelt sich einfach rein, wir stocken vorne ineinander rein. Jawohl, geil, da ist in die Leitplanke rein. Ja, tschüss, ey. Echt, jetzt bin ich dich Idiot endlich los, ey. So, 90. Oh, ich muss offline, wenn mir gewittert. So, 90. Was, bei dir gewittert? Ja, ich muss offline. Echt? Kein Blitzableiter? Nee. Maximaler Erfolg. Jo, Micha, bis denn. So, das ist klar. So, jetzt hab ich erstmal den Enas weggeblasen. Jetzt geht's ein bisschen voran, ey. Da war ja halt schrecklich. Achtung, Mautstation, Autopost links nutzen, dann Blinker und Ingame Talk. Was? Ingame Talks achten. Ingame Tags? Naja. Links, Autopost links. Naja, dann. Ey, wir haben es dann nicht mal geschafft, 100 Kilometer jetzt zu fahren, ne? Oh, hier hat's gebackt. 1300 Kilometer. Also ich weiß nicht, ob die jetzt aus Spritspargründen so langsam fahren, oder? Da ist Maut am Start, oder? Ja, Autopass. Da benutzt du links den Autopass, da geht das automatisch, da brauchst du nicht mal anhalten. Aber halt mit 30 km/h. Oh, 70 Glocken, ey, wieder. Und tschüss. So, weiter geht's im Programm. Und alle. Ja, jetzt kommt der Scheißverkehr wieder. So, hier. Napoli Richtung Napoli. Miracoli vorne, Richtung Miracoli. Ey, vor allem der vor mir geht mir richtig auf den Sack. Der backt ja die ganze Zeit, ey. Da hat ja der übelste Sync-Probleme. So, fahren wir jetzt mal 80, 90. 90. Aber da hinten erstmal vor uns schön in die Leitplanke reingeballert. Bam! Ja, ja. So, Kreisverkehr, die erste raus. Ah, der Micha, der hat nicht die Geduld dafür, für sowas. Also so, war 90. Doch, also war das doch eher vor uns. Was? Das mit war der Micha, ja. Mit dem blauen Scania. Ja. Ja, weil da muss er irgendwas mit dem Hirschfeld hier wieder mit Dings. Ja, fährt er mit dem Hirschfeld hier, glaube ich. ETS2. Was ist denn mit dem ja? Der nächste Leitplanke geknutscht hat oder was? Der Autos geht durch, da hast du den LKW schon mal gesehen. Hm. Jetzt fahren sie ja wieder alle ein bisschen langsam. Aber ist eine Spur. Ja. Mann, ey. Sogar hier tun wir von Schubi noch alles geben, ey, echt. Oh, da ist gebackt.
Leider, leider, leider. Ja, dann fahr doch jetzt, Mann. Alter. Ja, du sollst ja nicht überholen, nur wenn der auf einmal stehen bleibt und verbuggt, also nicht buggt, sondern Sync-Fehler hat. Das geht einem total auf den Kranz. Ausweichen wird man ja notfalls nicht dürfen, wa? Aber sollst nicht überholen, ne? Da steht und du darfst ja nicht überholen. Na, jetzt erscheint es ein bisschen zu laufen. Echt ermüdend, der. Wie viele Kilometer müssen wir denn zusammen noch fahren? Also ich weiß nur eins, dass wir der Einsatzleitung hier auf alle Fälle ja führt. Wie lange wird sich denn das noch hinziehen hier? Also weiß ich nicht, mein Navi ist hier, spinnt gerade voll rum. Ich habe gerade ein Navigationsproblem, weil hier steht schon seit gefühlten 100 Kilometern, 1300 Kilometer oben, wie wird es nicht weniger? Aber wir fahren ja halt zur Fähre jetzt halt, ne? Ob sie halt für 300 LKWs Platz haben, bezweifle ich, aber naja. Dann platzen die Boote, wa? Die werden wohl gleich 5 angemietet haben. Alter! Wer ist denn die 296? Ich auf jeden Fall nicht. Ich fahr jetzt hier 70 und fertig ist der Lack, ey. Oh, spack's mal fest, oder? Ich fahr 70. Scheiß Goal. Ey, es ist wir sind jetzt 2 Stunden unterwegs. Fahren sie wieder langsamer, ey. Kriegen sie es mal hin, mal eine 70 mal konstant zu fahren? Jo, da bleibt einfach mal stehen. Ja. Das ist. Bombs. Ey, das ist. Oh. Schrecklich, ja, ey, echt. Das ist wie eine Truppe hier vorne, ey. Da könntest du. Vor allem der Art Sync-Fehler, ey. Dann sollte der doch mal rechts ranfahren und die alle durchlassen, ey. Am Kreisverkehr Richtung Azore, Blinker, In-Game-Tags achten. Oh. Oh, spack's mal fester. Nicht bremsen, festspacksen. Ah ne, hier ist 50, ne? Bäh. Haben sie aber cool gemacht ja mit denen, ne? Dass sie ja dich leiden. Haben sie was einfallen lassen. Ja, das ist ganz nett. Ne? Das wäre hier nicht gewesen. Das wäre von Christian nicht gewesen, ne? Der hat jetzt schon einen Haufen Leute, wie jetzt haben geschoben.
Oh, mein Herz. Der hat schon wieder haufenweise Leute zusammengeschoben und hat jede dritte Abfahrt mitgenommen. Ja. Ey, der vor mir hat ein paar Sync-Fehler drin, ey, Alter, das geht gar nicht. Na, schieb ihn doch mal an, vielleicht passt dann die Synchronisation wieder. Ich finde das gleich raus. Norme Blacking hat 15 Millisekunden, das ist doch viel zu wenig. Nee. Das ist doch klar, dass das gewisse Probleme macht. 15 Millisekunden ist eigentlich gar kein so schlechter Ping. Ja, ich hab 44. Ja, das ist scheiße. Ist gut. Du musst kleinere Zahl haben beim Ping, nicht größere. Du hast ja dann 44 Millisekunden oder auf jeden Fall mehr Millisekunden wie ja, er. Ja, manche haben 39, 33. Oh, 20 ist im Schnitt eigentlich schon ein richtig netter Ping. Es geht dabei um Reaktionszeit, ne? Was ist denn jetzt hier, ey? Ich hab 24 Millisekunden. Also liegt das wohl doch eher an dir, Jens. Du hast den scheiß Ping. Nee, das liegt ja an dem Idioten hier vorne, weil der auch eben gerade einfach stehen geblieben ist. Das liegt an dem und nicht an mir. Könnte ich immer erzählen, dass das immer alles an mir liegt. Komischerweise, wenn wir mit dem Marcel vor, haben wir nie Probleme. Na? Kommt ja auch auf die entsprechenden Knotenpunkte an, wo die Verbindungen sind. Ne? Kann natürlich sein, dass ihr beiden zusammen... Ja, es ist ja schon wieder. Steht er wieder hier mitten im Weg. Alter, was wird denn das? Ey, der geht mir tierisch auf den Sack langsam hier. Hat sich doch nur auch fünf Freude entschuldigt, Mori. Wirst wahrscheinlich spinnt doch irgendwas rum bei ihm. Ja, aber dann soll er doch einfach runterfahren. Können die doch einfach gemeinschaftlich überholen. Und dann ist Ruhe. Nee, das sollst du ja auch wieder nicht, weil dann wirst du gemeldet oder wirst du wieder vom Server gekickt. Nee, er wird ja wohl selber merken, dass er da arge Probleme hat. Er wird uns ja jetzt wohl nicht aneiern. Aber ist mir jetzt scheißegal, ich fahre jetzt 80 und fertig. Oder Dings, ich hatte ab genug Abstand zu dem, da kann er von mir Sync-Fehler haben, wie er will. Bis dahin, ich sehe den Grund nicht mehr. Lass mich schon draußen. Nee, da ist nicht draußen. Oder du krachst den halt mal ein paar Mal richtig. Ich sehe den auf der Liste, aber ich sehe den vor mir nicht, weil der 200 Meter weg ist. Schick. Sieht aus, wie als ob verboten fahren würden. Na ja, fahren wir dann Boden. Richtig so. Herr Dennis, du schwingst hier auf dein Fahrrad und fährst zum Heidelbergsee, ha? Das könnte man in der Tat auch noch machen. Besser ist es. Ist ja noch nicht. Beiß dich rein und fertig. Wie so eine Bachforelle. Ja, haben die anscheinend tatsächlich sauber gemacht, dass du da jetzt auch schwimmen gehen kannst, ne? Weiß ich nicht, aber ich habe also bei uns da hinten an der Tollsperre kannst du da wieder bohren gehen. Das ist ganz gut, da speise ich mich nachher rein wie so eine Bachforelle. Ja, schon wieder, ey. Wenn wir überlegen, ob ich nicht hier jetzt 300 Meter oder so Abstand halte, aber zudem, ich fahre jetzt ein bisschen mal an die 70, weil irgendwie werden die langsamer. Villa es Giovanni. Weiter geradeaus, Villa San Giovanni. Ah, ja, aber ich will nicht so Giovanni, ich will Luigi, ich will meine Galzone haben. Da geht's dann auf die Schiff. Auf die Schiff nach Sizilien und von Sizilien aus geht's dann wieder hoch. Ja, und dann geht's hoch, dann ist es ja gar nicht mehr ganz so weit. Nee. Ja, wie gesagt, ich habe immer noch 1296 Kilometer stehen, keine Ahnung, wo der langfahren will. Der will scheinbar über Frankreich fahren oder so. Ich weiß es nicht. Oh yeah. Und das Geile ist ja, ne, du bräuchtest ja angeblich das Frankreich DLC, ne? Wo sind wir jetzt durch Frankreich gefahren? Ja, Korsika, ne? Ach so, ja, stimmt, ja, Korsika. Mich hat's gerade voll weggecrashed. Was hast du gecrashed? Mich hast du gerade weggecrashed. Ich will Auto speichern und dann kackt das ab. Oh fuck. Naja, kannst du aufholen, da ist ja kein Begrenzer drin. Gut, fein!
ein verunfallt. Auf einmal ist die Liste übelst kurz geworden. Autosave-Crash. Ja, das kann ich ja nochmal richtig Galle machen, oder? Solange wie der LKW das hier noch mitmacht. 21%. Ja, hast du gehört, slash fix und fertig. Na, reparierst du den doch, hast du nur gehört vorhin. Alter, das war aber gerade richtig Glück, ey. Gerade wo der Sync-Fehler bei dem war, war ich schon fast drinne. Es ist echt anstrengend, jo. Ja, das hat noch echt jede Menge Bugs, oder? Kann nicht sein, ey. Da müsst ihr echt mal was tun, ey. Hast doch gar keinen Bock mehr wieder weiterzuspielen, ey. Das nervt mich ja jetzt schon. Naja, schon. Also so an sich geht das schon. Also auf Promods hast du nicht die Fehler. Auf Promods läuft das alles so schön flüssig, da hast du keine Probleme. Da habe ich auch konstant meine 85 auf PS. Oh, ist das schön kalt, wenn du den Gefrierschrank aufmachst. Oh, ist das so richtig schön. Gefrierschrank, Alter. Sitzt du im Gefrierschrank oder was? Ich dachte, du spielst im Schlafzimmer. Ah, da ist mein Gefrierwürfel. Auch noch. Junge, 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 du hast... So, langsam, langsam. Ach, die mit ihren Sync-Fehlern, ey, das ist echt anstrengend. Ja, nee, die vorne ist Neapel. Ist da? Nee, die fahren runter. Die machen dann über Sizilien drüber. Als ob der Schubi extra da lang gefahren wäre. Never. Kannst du nicht erzählen, dass er eine längere Route gefahren ist, wie das, was er eigentlich gefahren hätte? Ich weiß, dass da halt eben noch Italien. Ja, Italien, aber da ist... Da. Also da hat er ja Holz und das ganze Zeug schon geschafft. No. So, und Papier und dann hat er ja unten Pizza. Wo der die dann hingeliefert hat. Vor allem, mich wundert es ja, dass er eigentlich nach Korsika gefahren ist, seine Lieblingsstrecke. Jo, alles klar, Alter, du mit deinen Sync-Fehlern, du gehst mir echt tierisch auf den Sack. So, wir fahren das Drehrunde vor. Alter, der, ey, es wird immer schlimmer bei dem, ne? Bei dem das? Ich spür nur, wie das bei dem hackt. Seh das ja selber. Bei dir hackt er gar nicht drauf, aber bei dem hackt er nicht mehr. Ja, deswegen, aber mal, aber unser Rennen Dennis sagt da, ich wäre dran wenn schuld. Jetzt wenn du ein Spielzeugauto nimmst, stellst das irgendwo hin, packst das an und stellst es wieder irgendwo anders hin. So, wie heißt er denn? Wie sieht das bei dem aus? Wie der heißt, kann ich dir sagen. Name Blacking. Nummer? Name Blacking oder was? 75. Oh, 15 Millisekunden ist aber eigentlich nicht schlecht. Also der Ping ist es jedenfalls nicht. Ja, das ist den Vater schon auf der linken Spur. Ich tausche immer die Vorbahnseite bei dem. Ja, sogar besser. Ja, genau, hier, da ist es wieder. Da steht weil wenn der Marcel keine Probleme hat und der das auch sieht, dass das so Probleme macht bei dem. Ich selber habe 17 Millisekunden, kann mich da nicht beschweren. Aber er wird sonst irgendwas sein mit seinem Rechner. Alter! Ey, das ist nicht mal normal. Na, das liegt aber nicht an mir, definitiv nicht. Weil wenn der Marcel das ja auch sieht, dass das bei dem so übelst abgeht, dann wird's ja nicht an mir liegen. Ich sehe nur, dass ihr mich hier dann voll fett ausbremst. So. Hast gehört, wenn ich natürlich über... Also ich habe jetzt konstant, jetzt wo ich die nicht sehe, 55 FPS. Oh Gott sei Dank, jetzt sind sie alle erstmal weg. Das freut mich aber. Sind die erstmal alle irgendwie hinfortgeflogen. Keine Ahnung, wo die alle jetzt stecken. Er schneidet erstmal die Kurve hier von links nach rechts. So, war ja noch mal ein bisschen lang.
Gibt's ja gleich erstmal wieder eine Pause oder was? Nee, Fähre und dann mit der Fähre weiter. Mhm. Ist mit Pause, ja. Es gibt noch eine Pause, die war ja da in Pescara. Guti? Ja, bitte? Wir haben jetzt trotzdem ein ganz großes Problem. Warum, was los? Das ist dein One-Way-Ticket, dass du angefahren bist, ne? Das ist leer auf Twitch gewesen, das haben einige gerade gesehen. Da wollt ihr euch mal testen, wie ihr das alles so mitmacht. Ich hoffe, dass da nicht vor mir wieder ist, ey. Guti, der alte Internetstar. Non-Kollision, sehr schön. Guti, bekomme ich eine Unterschrift? Ja, Autogramm. Und ab die Fahrt. Aufbrechen. Ah, da sieht man mal, dass selbst der Gruppenzwang im ITS ganz schön hoch ist. Nach Messina, ja. Gib ich dir recht, Digi. Also ich bin drüben. Seid ihr auch schon da, meine Kumpels? Ich bin da. Ich bin direkt hinter dir, Junge. Direkt hinter dir, verstehst du? Das ist... Jo. Na ja, ich sehe. Das läuft! Ey, Alter! Du Arschwichser! Was ist denn da? Der Blacking Jonas hat sich erstmal voll reingedrängelt. Echt? Ja, klar! Überfahren einer roten Ampel, ey, Alter, ey. Ist doch egal, bei einer Mille. Ich lass den auch nicht rein, das ist mir scheißegal. Da ist. Vollgas. Oh shit, mir geht der Sprit aus. So langsam. Oh, wie fährt der denn, ey? Komisch, ne? In der Stadt, wo Geschwindigkeitsbegrenzung ist 60, da läuft das. Muss vor Jens sein. Was? Was hat er gerade gesagt? Irgendwas mit Jens, habe ich gehört. Ja, irgendwas mit Jens, so. Kollege hinter mir, fahr mal durch. Lass mal rein. Ach, was gibt's doch? Der dickste Motor gewinnt. Das packt er euch gleich wieder voll. Wenn der von der Fähre nicht rumgerollt, ich bin rumgerollt. Oh, wenn der nicht runterkommt, ist mir scheißegal. Dann muss er halt sich. Oh. Leider. Ich war hier. So ein Kleinkind. Ja. Und hier? Oh, klasse. Und. Junge! Geil. Was mich abdrängt. Hä? Oha. Geht euch nicht auch langsam mal der Sprit aus, Leute? Ja, aber du hältst so schön fest da. Kostbare Fracht, Junge. Nee, nicht du. Ey, du blöder Mongo, Alter. Ich kratz dir gleich aus, ey. Da kann ich mich gleich am Arsch lecken, ey. Was zur Hölle? Was war denn das jetzt hier in dem Tunnel?
Mein Controller ist ausgefallen, weil ich den kurz bewegt habe und dann kurz vor dem Kabel gekommen ist. Speedy, ich weiß, dass einige hier One-Way-Tickets gebucht haben. Was für One-Way-Tickets? Ja, was soll denn das? Hier geht's ab, würde ich sagen. Aber Guni, wenn wir dann zum Schluss noch Pause sind, dann komme ich dann mal aus dem LKW rausgucken, mal zu dir und mal hier, möchte doch mal LKW den Autogramm. Ah, ja, leck oder was? Bei dir leckt's die ganze Zeit, Junge. Na, gibt's kein Autogramm hier. Ziel an, mal halten. Das ist unser Guni für Autogramme und Gespräche gerne zu haben. Freilich, so sehe ich aus. Ich wollte gerade sagen, Julius kriegt jeden Samstag eine Abmahnung. Mein Navi spinnt, ich hätte ja angeblich nur 1000 Kilometer, was ich mir nicht vorstellen kann, weil die Insel gar nicht so groß ist. Du musst aber nur den Seeweg wieder zurechnen. Wir haben ja noch einmal. Da ist doch kein. Ja, aber der Seeweg, da ist doch nicht benennenswert. Der nächste ist dann schon ein bisschen länger. Sicher? Noch Musiker hüpfen, das ist in der Runde. Ja, die Tricks, die kennt es Ubi, Alter. Kannst du dann hier diesen Fleck, komisch blaue, dann gleich mal auf den Boden kriegen. Hast du gehört? Weißt du noch hier mit der Peitschen-Paula? Ja. Alter! Ohne Scheiß, ich mache jetzt 55 und für mich ist die Sache erledigt und wenn der schnell, das geht mir voll auf den Sack. Ja, überholende. Wir überholen eine Gemeinschaft, da kann er hinter uns rumbacken. Ne? Nee, da will er sich ja wieder vordrängeln. Ja, hast du doch vorhin gemerkt, was meinst du, dann warum ich die, so schnell von der Fähre gefahren bin? Dann machen wir die verdammten Spuren zu und fahren wir nebeneinander. Überholen ja nicht, Arschlecken. Eiskalt. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ja, für jedes Problem gibt es eine Lösung, ja. Dann machen wir halt Elefantenrennen aus Spaß hier. Dann kann er sehen, wo er bleibt. Wenn das nicht rafft. Muss man merken, dass da was scheiße läuft bei ihm, ne? Ne, das merkt er ja nicht. Merkst du, dass ich war hier? Wird er dann sehen. Zwei, drei LKWs nehmen dann da vor ihm fahren. Dann war alle drei die Spur zu machen, ey. Ja. Und weil alle drei die Spuren zu machen, alle drei Spuren, ne? Dann können sie mal zusehen, wie sie es machen. Einfach mal den Konvoi boykottieren. Komm her, wo ist er denn, Bugman? Ein Konvoi-Überholverbot, oder? Ja, was soll das? Ey! Ja, das sind bestimmt die zwei, die verloren gegangen sind. Ey! Nee, vor mir der eine überholt den anderen, da keine Ahnung, was da abgeht. Läuft doch, der backt da gar nicht, Mann. Alter, bleib doch vor mir. Jetzt hast du wenigstens nichts mehr zu meckern, ja. Weiß nicht mal rundum Lampen oder Randolle leuchten aus Sand machen oder was?
Ah, herrlich, es ist ruhig. Hä? Ist ja herrlich, dass es so ruhig auf einmal. Naja, durch den Tunnel zu fahren ist schon nicht einfach. Mein Tank ist leer, ja geil. Warum machst du den da wieder ab? Komplett leer! Komplett platt. Scheiße. Ja, Tunnelwände sind immer ziemlich nah bei den anderen Kollegen. Das war ich schon, ja, erstmal. Ist verständlich. So, was kann ich jetzt machen? Das kann ich wieder hier. Nee, du kannst dann auf. Mit vier Achsen rum und dann blockieren sie noch den Tunnel. Traurig, traurig. F6 oder F7 und dann tanken. Da kannst du Tankdienstleistung tanken nehmen. Nee. Geht nicht, nur bei Betankung. Echt nicht? Kannst zur Werkstatt abschleppen. Doch, jetzt kann ich Notfall betanken. Es geht wohl nur, wenn du stehst, ja. Notfall betankungsdienst. Oder F7. Komme ich zurück mit Notfallbetankung. Wenn es lange genug hält. Kommt drauf an, wie viel Liter da drin hast. Mach mir mal Dampf hier. Was, backt der immer noch da vor dir jetzt oder was? Jo. Schräg, bei mir lief das eben. Ah, ja, bis der Sprit alle war. Oh, ich muss ganz offen nichts zu geben, ich muss auch bald tanken. Ich komm jetzt noch. Kollege, du überholst und lässt mich dann nicht rein, was soll die Scheiße? Hast du Navi eingestellt? Was soll? Hä? Hast du Navi eingestellt? Ich hab ein Navi, ja. Ich hab noch 96 Kilometer. Bis dort hin, bis zum Ziel. Und hey Leute, wo ist mein Kuni? 900 Kilometer sind jetzt noch und 600 Kilometer komme ich mit deinem Tank inhalten. Ja, wollen wir hier schnell tanken? Ha? Können wir machen, ja. Ja, dann los, lass uns schnell tanken. Und da reiben wir uns einfach wieder ein und fertig. Scheiße, jetzt bin ich natürlich falsch abgebogen, ne? Wo auch immer ihr da vorne seid. Gucken, ob ich zurückkomme. Wenn nicht, dann gehe ich gleich ganz, raus. Ganz leise nur. Da, One-Way-Ticket. Was haben sie denn für ein Problem, nur weil wir tanken? Kollege. So, ich bin Startklau und du? Nicht überholen. Ich tank noch. Ich bin noch ohne gleich streiten. Sir, getankt. Fertig. Na dann los. Wollen sie einen erzählen oder was? Andere sind am Überholen, weil sie wieder zurück auf ihre Position wollen, weil ihre Kumpels und mich labern sie jetzt voll oder was? So, Marcel, bist du hinter mir? Was ist denn der Jens? Bist du da? Bin ich jetzt Alter, vor dir? Dennis, wenn der, warum drückst du dich hier rein, ey, und mich gleich weg? Oh, ey. Bin ich wieder auf Position, ja? Bad Boy war aber vorhin nicht vor uns. Ja, weil wir tanken wollen. Ach so. Ja, ich habe immer noch meine Notbetankung. Jetzt ist der Tank wieder leer. Echt? Richtig gut. Oh, super, ey. Er reicht dann aber auch für heute. Für mich. Ich gehe raus. Viel Spaß noch. Ja, alles klar, Dennis. Ja. Jo, dann mal die Judy, ne? Bis denn dann. Bis denn.